Herzlich willkommen zurück im Wasteland Fallout 4, das Next-Gen-Update auf dem PC. Wir haben jetzt zwei Teile gemacht, einen auf PC, einen auf PlayStation 5. Und der Chat hat mit überragender Mehrheit von 90% gevotet, dass wir auf PC weiterspielen. Ist ja vielleicht auch der etwas zukunftssicherere Spielstand. Auf der PlayStation habe ich über 350 Stunden, vornehmlich in Basenbau, aber auch viele andere Sachen investiert. Hier sind wir ganz frisch, haben natürlich dann die Möglichkeit, wenn dann Mods upgedatet werden, wenn irgendwann Fallout London kommt und so weiter, dass wir das dann hier auf dem PC weiterspielen. Wobei Fallout London ist, glaube ich, auch egal. Aber es ist tatsächlich natürlich ein bisschen zukunftssicherer. Ich frage mich gerade, habt ihr Sound? Schauen wir mal. Wir reden mal einfach mit jemandem. Ma'am. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Meine Energie? Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt, aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Okay, hier bitte. Hier, hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Oh. Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell. Okay, er will auch was von dem guten Stuff. Könntest du mir auch was geben? Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Okay, dann mach das mal, Mama Murphy. Ruh dich aus. Yo, also. Wir sind immer noch mit unserer Power Armor unterwegs. Wir können ja mal eben schauen, was wir so am Start haben. Wir haben die Minigun immer noch. Wir haben aber auch eine Shotgun. Doppelläufige Schrotflinte. Improgewehr, wir gehen mal an die Ladestation der Waffe. Kleidung, ja, das haben wir uns ja ein bisschen was rausgesucht, alles klar. Dann gehen wir mal hier an die Waffenwerkbank. Warum kann ich nicht craften? Ach so, weil ich in der Powerrüstung bin. Da hat man so Eisenhandschuhe, da kann man nichts mit bauen. Okay, lass mich mal gucken. Und zwar, wir haben mehrere davon. Man musste sie ja nicht mehr reparieren. Bei Fallout 3 musste man die dann immer mit vergleichbaren Waffen reparieren. Wir können die jetzt modifizieren. Aber dafür fehlen uns die Materialien. Seht ihr das? Und wir müssen vor allen Dingen auf Waffenfreak nochmal skillen. Sonst können wir hier gar nichts machen. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. In meinem alten Playthrough konnte ich natürlich dann irgendwann alles bauen. Da habe ich alle Sachen, die man brauchte. Hier habe ich gar nichts. Das wird aber alles noch kommen. Ihr seht, man braucht da rechts. Nee, also von mir aus bedeutet links. Aber rechts im Bild steht halt immer, was man dafür braucht. Und das ist der Grund, weshalb man wirklich alles einsammelt, was man im Wasteland findet. Das kann auch ein bisschen anstrengend sein. Aber so ist es halt. Ich könnte die jetzt auch. Ja, wir gehen mal hier erstmal raus. Das ist jetzt egal. Ich glaube, wir marschieren einfach mal weiter. Gucken uns mal die Quest an, was wir so gerade haben. Das wäre dann hier bei Aufgaben. Diamond City. Preston Garvey. Gut, nochmal mit dem reden. Das Vortex-Notsignal. Schmelztiegel. Saugus Ironworks. Das können wir eigentlich alles machen. Finde und töte Pyro. Okay, erstmal reden wir mit Garvey. Ich drücke mal Escape. Wo ist er denn? Wehe, einer klaut meine Powerrüstung, dann bin ich natürlich beleidigt. Preston Garvey läuft hier so ein bisschen Patrouille. Da ist er.
Es geht ab. Hallo, ich Preston. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Ey! Vor welchem Krieg? Wie der die Waffe zückt. Vor 200 Jahren. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Er glaubt's direkt, oder? Das ist sehr... Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ja? Ich hoffe, das ist okay. Natürlich. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Na klar. Na klar machen klar, wir das. Ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Also wir können unglaublich viele Sachen jetzt hier machen. Ten Pines Bluff, okay. Jetzt fühle ich mich schon fast wieder in der Situation, dass ich ständig helfen will. Scheint wirklich was zu werden. Immer ein bisschen Bellonen weg hier. So, Sturges, was brauchst du noch? Ja, bin ich. Was brauchst du? Das muss doch. Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Mach ich. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Alles klar. Damit kenne ich mich aus. Wie gesagt, auf PC habe ich noch nie gebaut, aber das ist kein Problem. Die Werkbank ist hier. Können wir aber auch anders in diesen Modus reinkommen. So, wir können jetzt hier alles verschrotten im Prinzip. Das ist ja nämlich alles Dreck. Und kann ich das auch mit E scrappen? Ja, sehr gut. Also alles, oh hier, geil. Benutzer übrigens, alles wird hier gescrabbelt. Nee, das geht nicht. Stell die mal wieder ab, auf den Boden oder wo auch immer. So, das will ich scrap. Alles, was gelb umrandet ist, kann ich scrappen. Und das ist ja eh alles kaputt und funktioniert nicht mehr. Aber das gibt mir halt die Teile, die ich brauche, um andere Sachen wiederherzustellen. Ja, ich kann die auch hinstellen und so verschieben, ne? So geht auch. Das schön machen. Den hier auch, guck mal, den können wir wieder hinstellen. Der ist noch einigermaßen okay. So kann man es schön machen. Ich will jetzt aber auch nicht schon hier so viel Zeit da drin verbringen, nur zu bauen, weil ich habe diese Tendenz, dass ich dann anfange, den das hier schön machen zu wollen. Und dann hänge ich hier wieder über 1000 Stunden und baue nur. So. Aber ich muss sagen, das ist alles sehr umständlich gemacht. Wie man sich das hier so dreht und so, das ist alles nichts. So. Okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Und du kommst dahin. Und jetzt können wir, das ist eigentlich total egal, jetzt können wir hier können wir direkt Betten auch reinbauen. Das können wir alles wegscrabben. Und dann machen wir hier einfach einen Schlafraum. Den Schreibtischstuhl können wir noch damit zustellen. So. Und hier packe ich dann gleich ein Bett hin. Und dann habe ich die Quest auch erfüllt.
Was ist mit dir? So, das kommt auch weg. Jetzt bauen wir hier ein Bett. Ich muss erstmal gucken, wie das jetzt hier genau funktioniert mit dem Menü. Wir nehmen das hier. Stahl und Stoff. Und dann ballern wir das. Ey, ey, kann man nicht so gut sehen. So. Ja, wie stellen wir das hin? So. Wie viel muss ich denn? Ach so, 20%. Das heißt, ein paar müssen wir noch. Was ist hier? Ist auch ein schönes Schlafzimmer. So, Nummer 2. Dann werde ich... ist natürlich laut hier, ne? Aber so ist es halt. Dann können wir noch die hier alle wieder scrabben. Dann habe ich hier noch Platz für ein zweites Bett. Und so. Ey. Okay. Jetzt brauchen wir noch 2. Können wir auch ein anderes Haus für gehen? Müssen wir nicht alle ins selbe Haus? Vielleicht mögen sich auch einige nicht oder andere wollen mal ein bisschen Intimität haben. Ein bisschen Zweisamkeit. Dann können die auch mal in ein anderes Haus gehen. Platz genug ist hier ja. Das sieht alles sehr wild und dreckig aus. Oh, das, oh, okay, das ist unser altes Haus. Will ich, dass sie in unserem alten Haus leben? Naja, dann füllen die das wieder mit Leben auf. Ist auch nicht schlecht. Das ist aber schon ein bisschen weird, aber okay. Unser altes Ehebett. Einfach abgerissen. Naja, das ist einfach auch zu schmerzhaft, die Erinnerung. Und jetzt bauen wir hier noch 2 Betten hin und dann haben wir das auch erfüllt. Ey. Oh, die Menüführung. Da muss man sich echt dran gewöhnen. So. Haben wir gemacht. Nee, doch, haben wir. Jetzt muss ich mit Sturges sprechen. Hier, ihr dürft bei mir in meinem alten Haus schlafen. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So nee. Kriegen sie einen immer. Ja, das stimmt. Wo ist das? Sturges? Da. Ich könnte Controller Sturges anschließen, ja, das stimmt. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Ich habe gerade überlegt, ob ich das mache. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ja, ich kümmere mich drum. Ich bin dran. Sauberes Wasser, kommt sofort. Super, vielen Dank. Das heißt, wir gehen jetzt hier irgendwo ans Wasser ran. Müssen wir mal kurz gucken. Da geht der Radius. Die sind natürlich sehr hässlich, die Sachen. Aber wir können hier auch ein bisschen aufräumen. Verschrotten hier erstmal alles. Guck mal hier, alles weg. Weg, 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 weg. Toiletten und so, wer will das alles haben? Und dann werden wir am besten irgendwo, wo es nicht so störend ist. Wo wir auch runterkommen auf der anderen Seite, glaube ich, machen wir das. Habe ich in meinem letzten Durchgang auch gemacht. Ach so, übrigens. Ey, Jules und Chelbuster, herzlichen Dank. Und Yayasa, auch dir herzlichen Dank. Crinkles von einer Stunde. Ich hoffe, ich habe dich nicht übersehen. Für den Support. Herzlichen Dank, Freunde. Und ich werde jetzt hier mal, guck mal, ein bisschen erstmal den Dreck wegmachen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das hier so vor sich hin rostet. Und dann bauen wir hier unter die Brücke ein Wasserreservoir. Das müsste eigentlich bei, ich glaube, es ist bei Ressourcen, Wasser. Und, ach so, Mist, wir könnten auch einfach eine Wasserpumpe bauen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Dafür haben wir nämlich, für die anderen Sachen brauchen wir Strom. Ja, okay, wir bauen einfach eine Wasserpumpe. Das ist das Einsteigerwasser sozusagen. Das ist auch völlig egal, wo wir das hinsetzen. Die nutzen das nicht. Die gehen, zumindest glaube ich das, die gehen nicht wirklich zum Brunnen. Ja, oder machen sie das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gehe mal lieber nach vorne. Aber ich meine, dass sie es in der Realität kaum brauchen. Falls aber doch, mache ich das mal hier im Garten. Und wie das hier aussieht. Ich hatte ja auf meinem PlayStation-Spielstand alles schön gemacht. So, warte, hier ist... Na, wo ist das Problem? Hallo? Okay. Jetzt haben wir Wasser. Also ich könnte die jetzt hier einfach nebeneinander bauen. Und das wäre fürs Spiel total egal. Aber ich habe immer so ein Immersionsbedürfnis. Ich möchte, dass das...
halbwegs, dass ich hier halbwegs das Gefühl habe, hier wohnen Menschen. Und dann kann ich es nicht übers Herz bringen, die so random, ich meine, jetzt mache ich es auch random, aber die einfach zu nebeneinander zu setzen, das kriege ich nicht übers Herz. So. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Wasser. Oder? Haben wir die Quest? Ah, warte mal. Wie viel Wasser wollte er denn? Haben wir die Quest? Glaube ja, oder? Mm-mm-mm. Wo soll denn jetzt hin? Und auch das hier, ne? Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht, dass ich das hier so stehen lasse. Wenn wir wirklich spielen, dann muss ich das aufräumen. Außerdem gibt das natürlich Ressourcen. Wo ist er jetzt, mein Kumpel? Muss ich gleich mal auf dem Radar gucken, ne? Das liegt hier alles, das ist einfach. Hier, das würde ich auch gerne wegmachen. Das geht aber nur mit Mods. Und hier auch das Haus ist komplett, guck ich das mal an. Das ist ja komplett eingestürzt. Das kann man doch nicht so lassen. Jetzt habe ich, glaube ich, richtig viel Schrott gekriegt dafür. Das will man doch schön haben. Und es gibt natürlich auch wertvolle Rohstoffe, die wir für andere Sachen einsetzen wollen. So, das würde man doch machen, wenn man sich irgendwo niederlässt. Würde man das doch nicht alles so... Oder? Okay, wo ist mein Homie hier? Da. Hatte ich nicht alles schon gemacht? Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle ja. Für sauberes Wasser zu haben. Dankeschön. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere ja, klar. Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Was soll ich tun? Wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich werde sofort ein Beet anpflanzen. Ich lege los. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Anpflanzen, ne? Das klingt auch wie antanzen. Ein bisschen, also vom... Hat eine gewisse phonetische Ähnlichkeit. So, weg. Oh, scheiße, ich habe das ganze Haus. Na, egal. Das war eh nicht mehr zu retten. Die Nachbarn haben auch ihren Garten einfach nie gepflegt. Alles für die Rohstoffe. Okay. Ey, was? Nein. Ich wollte diesen Baum hier einmal rausrupfen. So, jetzt bauen wir hier natürlich das Blumenbeet, ist ja klar. Wir können den Zaun, weil er grün ist, wieder aufstellen. Der, oh, guck mal, der kann sich sogar andocken. Hier. Was total bescheuert ist, weil der jetzt in der Luft schwebt, ne? Ah, ne, schwebt da nicht mal. Okay. Den können wir auch anheben. Ah, Mist. Aber der lässt sich nicht andocken. So. Guck. Den da. Na. So, den. Der würde eigentlich da natürlich angedockt werden. Geht jetzt nicht mehr. Ja, egal. Was, wo kann ich dich hinstellen? Da. Okay. Da war hier noch so einen kleinen Eingang. Ich könnte die jetzt auch einsperren. Was würden die denn dann machen eigentlich? So, wir wollen aber Nahrungsmittel produzieren, dafür gehen wir hier auf Ressourcen, auf Essen. Jetzt muss ich mal gucken, von was ich überhaupt... Was kann ich denn überhaupt bauen? Ich habe ja nichts. Da. Tato-Pflanze kann ich machen. Die... Bup. Tato-Pflanze. Reicht ihm das schon? Bin mir nicht mehr sicher. Mehr kann ich gerade nicht bauen. So, jetzt kann ich dieser Pflanze, also sie machen das automatisch, aber ich könnte jetzt auch ihr befehlen, dass sie das macht, aber sie macht das, glaube ich, sowieso schon. Von daher alles gut. Reicht ihm das schon? Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das reicht. Ansonsten müssen wir nämlich noch uns weitere Pflanzen besorgen, Samen besorgen, aber das ist auch kein Problem. Einfach eine gute Stelle und pflanz, was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Hab ich das schon? Lass uns handeln. Nee. Daran, jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Ja. Muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Das machen wir. Ich glaube, ich kann vielleicht mal schauen. Ich dachte, ich habe schon Melonen. Ah, warte mal, wenn ich die Melone esse. Ich habe ja noch Melone.
Da, wenn ich die jetzt esse, erhalte ich dann Melonensamen. Wir werden das sofort rausfinden. Nee, das war das falsche Spiel. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Was? Ich will doch gar nichts von dir. Ich will nur gucken, ob ich hier was ernten kann. Scheint wirklich was zu werden. Und das kann ich jetzt hoffentlich neu anpflanzen dann, oder? Ich weiß nicht, wie viele ich machen muss, damit er sich zufrieden gibt. Ist der eigentlich... Ja, da ist er. Genau, den kann ich jetzt neu anpflanzen. So, die dürfen nicht zu nah beieinander, leider. Ey. So. Und die wachsen jetzt nach. Und sie... kann ich befehligen. Aber sie macht das schon. Also es leuchtet schon auf. Also... Die kümmert sich schon hier um die Pflanzen, das ist gut. Ich weiß nicht, wann er happy ist. Meine Meinung dazu? Wir sollten in Bewegung bleiben. Ja, okay. Ich will nur ein bisschen handeln. Nee, ich will aber nicht handeln. Ich dachte, wir sind fertig mit meinem Auftrag. Dann guck ich nochmal in die anderen Gärten. Hier irgendwo muss ich noch weitere. Hey! Was? Was ist los? Ich will nur ein bisschen handeln. Hey, du wolltest doch gerade was von mir. Ich versuche mich nützlich zu machen. Ah. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Ja, da hast du noch viel zu tun, bis du an dem Punkt bist. Ja, was willst du machen? Nichts. Ich guck mal kurz hier in die Gärten rein, ob wir irgendwo noch Pflanzen finden, die wir looten können und dann direkt wieder anpflanzen. Hier zum Beispiel, was ist das denn hier? Guck mal. Das können wir doch fantastisch nehmen. Wir nehmen es aus dem einen Busch und geben es in den nächsten. Das sind, glaube ich, nur so andere Ressourcen. Die Rubbelblume können wir nicht essen. Meine ich. Hier ist noch ein Garten. Aber hier wächst nichts. Hier wächst nichts im Garten. Die haben nie was angebaut. Keine Selbstversorgerfamilie. Schade. Was haben wir hier? Auch nichts angepflanzt. Ah, die haben nicht damit gerechnet, dass es eines Tages überlebenswichtig sein wird. Okay, dann gehen wir mal zurück. Schauen, vielleicht reicht das schon. Um die zufriedenzustellen, müsste eigentlich jetzt hier... Da. Nee, warte mal. Hä? Hab ich nix? Mist. Das ist blöd. Na, dann muss ich weitersuchen. Oder die kann ich hier schon... Ah ja, gerade kann ich ernten, das ist gut. Alles, was ich ernte, kann ich direkt wieder anpflanzen. Was habe ich denn da eben, dass das nicht ging? Okay, Tato-Pflanze, das ist gut. Sie macht ja auch einen super Job hier. Dann werden wir die beiden Sachen direkt wieder anpflanzen. Einmal hier, das kann doch wunderbar da runter, so. Bam. Und Tato haben wir auch. Die ist hier, die Taro-Pflanze. Die kommt dann dahin. Okay, ist er jetzt happy? Was haben wir? Essen 3. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da das Rote auf den grünen Wert kriegen müssen. Eventuell ist das so. Der blaue Schakal. Vielen lieben Dank. Wieso, bist du jetzt eigentlich happy oder was? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Nee, okay, das war überhaupt nicht. Nee, will ich nicht. Will ich such dir einfach eine gute Stelle und pflanz, was auch immer du hast. Hab ich doch schon. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für dich. Ja, habe ich gemacht bereits, aber das interessiert dich nicht. Dann kommen wir später nochmal wieder, wenn wir ein bisschen mehr gefunden haben. Und kümmern uns jetzt erstmal um eine andere Quest. Und dann können wir mal. Was suchen wir uns da mal Schönes raus? Ah, 60%, da sehe ich den Fortschritt. Okay, wir müssen noch... Ich glaube, eine Pflanze sind 20%, nehme ich an. Ne? Oder wie viel habe ich gepflanzt? Also mindestens... Ja, 2 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sprich mit den Siedlern. Ah ja, okay, da könnten wir theoretisch auch uns...
Warte mal, wo ist denn hier auf Karte zeigen? Ist R. Ah, das ist die Geschichte, Tenpenny's Bluff. Ja, da könnten wir jetzt hingehen und auf der Reise mal ein bisschen uns was angucken. Und wir können vor allem mal Level machen. So. Was machen wir Feines? Ich finde, wir könnten mal gucken, wo ist denn die Geschichte mit der Werkbank? Warte, da. Waffenfreak. Ja, finde ich ganz gut. Natürlich, das ist auch wichtig. Hacken und Schlösser knacken ist auch super wichtig. Alles wichtig. Alles ist wichtig. Schlossknacker. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ah, Wahrnehmung 4 brauche ich dafür. Wahrnehmung, aber warte, haben wir doch. Warte, das muss gehen. Ja, das geht. So, jetzt können wir Schlösser knacken. Das ist gar nicht schlecht. So, Diamond City sollen wir auch aufsuchen. Das sind die Siedler bei Tenpenny's Bluff. Da können wir hin, das ist nicht weit. Und... Ah ne, dann nehme ich aber meine... Ich glaube, dann nehme ich meine Ausrüstung mit. So. Ist ein bisschen sicherer. Pete! Mitch Eisen! Vielen Dank, Pete. Also, solange die Fusionskerne uns tragen, machen wir uns jetzt auf. Und werden dieser Siedlung helfen. Das ist auch wieder so ein bisschen Bau-Ding. Das wird direkt zu Beginn eingeführt, wie das funktioniert. Ist nicht jedermanns Sache. Oh, warte, ich glaube, ich komme hier gar nicht lang. Bin mir nicht sicher, wie das jetzt hier läuft mit meiner Power-Rüstung. Ich werde doch hoffentlich hier nicht ersaufen, oder? Das scheint mir aber auch nicht tief zu sein. Nee, das ist nur so ein kleiner Bach. Oh, hier. Okay, oh, noch ein neues Level up. Sehr gut. Ein Schlingshund. Oh, Bob, den lassen wir mal am Leben. Was ich so gut finde an dem Spiel ist, ich will alles erkunden. Was? Was mich in Ruhe, hat der mich angebrüllt? Wir können erstmal wieder ein Level up machen. Und zwar können wir... Kriegen wir das sogar schon auf 2? Ne, da brauchen wir Level 7. Wir können... Komm, das machen wir mal. Kann ich nicht hacken? Doch. So. Okay, jetzt haben wir zumindest das mal ein bisschen... Die Basics, die Basic Terminals können wir jetzt hacken. So, genau, worauf ich hinaus wollte ist... man sieht irgendwas... Und dann will man das untersuchen. So wie jetzt hier zum Beispiel. Ich habe das hier aus der Entfernung gesehen und dachte mir, vielleicht ist hier was auf diesem Steg drauf, aber ist überhaupt nicht. Oh doch, ein Flaschenkürbis. Aber den können wir nicht anpflanzen, glaube ich. Da wo wir jetzt hingehen, da müssen wir erstmal diesen Siedlern wieder helfen und die dann von den Minutemen überzeugen. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, man muss was für die machen und dann sagen die irgendwann, ja, alles klar. Jetzt sind wir Teil der Gang und das muss man natürlich mit 100 Siedlungen machen. Und das ist nicht für jedermann was. Viel macht das halt nicht so Bock. Ich habe das natürlich alles gemacht. Aluminium ist wichtig. Okay. Okay. Oh, wie töricht. Wie töricht einfach. Okay. Komm einfach Raider an. Was ist mit euch los? Ich fühle mich natürlich ultra mächtig in meinem... Oh, ich habe keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Oh, warte, ich hatte ja schon welche in die Favoritenliste gesetzt. Oh, die Navigation gefällt mir gar nicht. Wir nehmen mal... Die Pistole einfach auch nehmen. Ja. Achso, das war's schon. Tschüss. Das nehmen wir mal den hier ab. Schrotpatrone. Schweißerbrille.
So, muss ich mich schon wieder auch dran gewöhnen, dass alles, was man hier raiden kann, auch echt wichtig ist. Das war deren Schlafplatz hier. Guck mal, die haben die gelagert. Und Jack nehme ich natürlich mit. Oh, guck mal, da ein leckeres Stück Fleisch. Gebratener Maulwurfshappen. Wenn man zu Beginn noch nicht so viele Stimpacks hat, sind solche Sachen auch echt interessant. Schlammbohne. Oh, kann ich die anpflanzen vielleicht? Guck mal hier. Überall liegen Sachen rum in den Wastelands. Nichts darf man vergeuden. Wie hast du deine Punkte verteilt? Kann ich gerne nochmal für alle, die neu sind, nochmal zeigen. Ich habe zu Beginn sehr viel auf Charisma gesetzt, um alle Dialogoptionen freizuschalten. Ich habe sehr wenig Stärke. Der Rest ist, ja, da könnte ich alles noch ein bisschen machen, aber ich habe mir gedacht, das kommt im Laufe der Zeit. Und jetzt habe ich gerade 2 Punkte ausgegeben hier für Schlossknacken und für Hacker, damit wir da so zumindest mal die Basic Terminals einsehen können und Schlösser knacken und so ein Kram. Da ist ja auch oft guter Scheiß drin. So, wir gehen jetzt straight Richtung Siedlung und wenn mich nicht alles täuscht, ist lange her, dass ich so eine neue, frische Siedlung besucht habe, wollen die jetzt, dass ich Sachen für die mache, damit die dann sich dazu bereit erklären, sich den Minutemen anzuschließen. Am Anfang sind die ein bisschen sauer, also misstrauisch, nicht sauer. Aber das eigentlich Coole ist ja, dass man überall ständig, wenn man einfach so durch die Gegend läuft, auf irgendwas trifft, wie zum Beispiel diese Sendestation. Das kann ich nicht ununtersucht lassen, ist ja klar. Oh, da oben. Oh, hier ist irgendwas. Oh, ah, okay, das wollte ich sagen. Hier ist irgendwas. Mist. Oh, shit. Ah, muss die ausgerechnet jetzt kommen? Oh, oh. Oh, jeder Gegner ist hier noch ernst zu nehmen, ne? Mist, der Fusionskern meiner Power-Rüstung ist fast leer. Aber ich glaube, ich habe noch einen zweiten. Warum? Aber wie cool, er mit dieser kleinen Pistole in dieser riesigen Hand. Ist da noch oben irgendwas? Ne. Jo, was sagt der Hund? Hundehalsband. Das brauchen wir nicht. Sind die alle weg? Gucken wir uns erstmal hier um, was hier in dem Lager ist. Eine Runde schlafen. Was ist das? Toaster? Brauchen wir nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall rein. Da ist eine Werkbank. Rüstungswerkbank. Den Jet nehmen wir mit. So, dann schauen wir uns mal hier drin um. Nee, Dogmeat ist nicht gestorben, keine Sorge. Oh nein, da müsst ihr keine Angst haben. Dann gehen wir mal hier rein. Können wir Licht anmachen? Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass ich wieder verwundbar bin. Und dass ich wirklich auch ein bisschen vorsichtiger spielen müsste, um das alles ein bisschen ernst zu nehmen hier. Ich sehe jetzt noch keinen Gegner, aber wir können uns jetzt hier mal reinhacken. So, und das hatte ich jetzt neulich schon erzählt. Ich habe früher, als ich angefangen habe, das zu spielen, das wirklich so gespielt, wie das... Okay, das war jetzt pures Glück. Wie das Spiel das wirklich will, aber man kann sich da natürlich einfach durch stumpfes Klicken und wieder rausgehen sehr viel schneller durchfressen. Wenn ich alleine spiele, lese ich das alles durch, weil mich das total... Also, weil mich das in die Welt reinbringt einfach. Jetzt mit euch weiß ich nicht, wie viel ihr davon lesen wollt. Ob das vielleicht für euch dann vom Tempo zu langsam ist. Berechtigungsstufe vertraulich. Die SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Im unteren Lagerraum ist eine Desinfektion aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Wissen wir schon, was uns erwartet. Diese wird ab dem 25. Oktober 77 um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahme zu verlassen. Aufgrund der großen Menge abgefangener Signale werden vor Ort bis auf weiteres täglich Nachrichtenoffiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen.
Aha, Nachrichtenraum öffnen. Machen wir. Also ich persönlich liebe es, die Texte zu lesen, sagt Maru. Du sollst das bitte alles vorlesen, sagt Lupus. Okay. Ich klicke auch mal beim Hacken. Wie soll das denn normal funktionieren? Naja. Indem du halt reingehst. Also es gibt zwei Optionen. Einmal du gehst rein, tippst dann random die Worte an und du hast ja vier Versuche. Nach dem vierten gibt es einen Shutdown. Das heißt, nach drei Versuchen gehst du raus, gehst wieder ins Terminal rein, hast drei neue Versuche, klickst wieder random drei Wörter an. Das machst du so lange, bis du durch Zufall das Richtige triffst. Das ist natürlich der lame Vorgang. Scheiße, hier kommt irgendwas. Oh, der hat meinen Hund angefressen. Oh, da habe ich mich ein bisschen erschrocken gerade. Ey! Geh aus dem Weg, du, mein Dogmeat! So. Ich muss die Gegner noch ein bisschen ernst nehmen. So, der zweite Weg ist natürlich der, so wie er eigentlich gedacht ist. Dass man dieses Spiel halt so spielt, ne? Das per Ausschlussverfahren. Wo ist der kleine Wichser hin? Okay, der hat mich beleidigt. Du musst es unbedingt erkennen. So, tschüss. Einer ist noch da. Da wahrscheinlich in dem Raum da. Seht ihr die Tür? Da dürfte der drin sein. Wir gehen da gleich hin. Wir suchen erstmal hier, was hier so Schönes ist. Willst du ein Spielchen mit mir spielen, was? Was? Ja. Kommt sie, oder? Ich werde dich finden. Ja, da komm, hier bin ich. Wenn ich dich erwische, nichts mehr zu sehen von ihnen. Da, da hinten. Da hat sie sich verkrochen. Ah, ja. Du könntest dich verstecken. Oh, das sind ganz schön viele. Aha. Ganz schön viele. Okay. Das habe ich noch kurz gehört. Da hat mein Hund natürlich gut aufgepasst. Ich habe jetzt keine gute Wahrnehmung. Oh, shit! Oh, alter Schwede, ey! Wie lange willst du denn noch durchhalten? Na? Kommst du? Na, wo ist er? Ach du Scheiße. Oh Gott. Der hat sich das Ding einfach genommen. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Ey, das ist mein Hund! Oh, der hat meinen Hundi, Mann! Du mieses Schwein. Nee, aber ich kann dir jetzt kein Stimpel. Nee, der kommt von alleine, der Hund. Pass auf, ihr denkt jetzt, ich bin herzlos, aber der Hund rabbelt sich gleich von alleine auf. Deswegen, keine Sorge, der hat Selbstheilung. Ah. So, müssen wir uns hier reinhacken? Nö. Ist alles on, können wir überhaupt nicht rauf, ne? Nope, alles offline. Alles offline. Alles offline. Können wir irgendwas machen? Nee, ne? Aber das hatte ich eben aus dem Weg gedrückt. Ja, das war's. Ja, man kann natürlich seine Stimpacks jetzt dem Hund geben, aber wie gesagt, da ist er schon wieder. Und wenn ich ihm jetzt ein Stimpack gegeben hätte, dann hätte ich halt keinen mehr. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier richtig gut auch rumloote. Überfälliges Buch. Haha, das ist lustig. Fusionszelle. Oh, geil.
Hier, guck mal, diese Hundimänner, ne? Diese Teddybären, die habe ich immer eingesammelt, wenn ich die getroffen habe. In meinem anderen Playthrough. Und habe die dann alle in meine Base geschmissen. Deswegen habe ich da so 100, da ist noch einer. Jetzt lasse ich die mal in Ruhe. Früher hätte ich die alle mitgenommen und dann auf so einen Haufen geschmissen. Als so Souvenir für meine Reisen. Was haben wir denn hier noch? Baseball. Alles wird hier gelootet. Also insbesondere diese Aluminiumdosen zum Beispiel sind auch immer ein interessanter Loot. All die Sachen, die habe ich immer mitgeschleppt. Auch so ein Tischventilator. So, das ist alles gutes Rohmaterial. Ich lasse das jetzt mal hier. Sonst wird das ein einziges Lootfest. Da geht's. Ah, oh, die kann ich entsperren. Ja, ich weiß wie. Warte, wie? Aber wie geht das mit der Maus? Okay, das System muss ich mir nochmal angucken. Ach du Scheiße, das war die Kakerlaken-Geschichte. Oh, Hundimann, komm da raus! Komm da raus! Ach. Jetzt verbrennt er. Aber das ist nicht schlimm, er hat ein feuerfestes Fell. Es ist nur ein bisschen... Alles gut. Ich kann leider dir keinen Stimper geben. Aber dir geht's schon wieder besser. Okay, das ist gut zu wissen. Hier auch das, ne? Der Benzinkanister gibt, glaube ich, auch super viel Aluminium. Ich lasse das jetzt hier mal liegen, wie gesagt, und werde mich jetzt nicht nur darum kümmern, Sachen zu looten. Scheiße. Nachrichtenraumschlüssel nehmen wir natürlich. Die Taschenuhr können wir günstig verkaufen. Die sieht super schön aus, die Blechdose. Was haben wir hier noch? Mehr gibt's hier nicht drin. Das ist der einfach nur. Warte mal, ist da noch irgendwo eine Tür? Nee, das ist das. Weiter geht's hier nicht. Hier ist auch nichts. Ja, ich weiß, den Kleber kann ich auch mitnehmen. Das ist. Den Superkleber, ja, der ist schon nicht schlecht. Aber es ist halt, wie gesagt, man kann hier alles mitnehmen. Es ist komplett irre. Da, das haben wir noch nicht gemacht. Okay, da haben wir es mal so rangetastet. Schön. Noch ein Klebeband Red X. Okay. Oh, 5 Haarklammern. Natürlich geil. Da ist natürlich noch ein bisschen... Klar, die sind ja alles Junkies hier, ne? Natürlich liegt da der... Oh, er greift noch zum Jet! Oh nein! Aber nur in Zeitlupe, weil er tot ist. Und Tote können sich nur zum Glück in Zeitlupe bewegen. Das war das Abkommen damals, was man ausgehandelt hat. Mit dem Teufel. Jetzt habe ich diese Box mitgenommen, obwohl ich die hatte ja schon geleert, oder nicht? Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Es gab hier noch auf jeden Fall einen Raum, den wir noch nicht gesehen haben. Also genau, das ist der Hauptraum. Manchmal ist in diesen Dingern hier noch ein Fusionskern drin und so ist es. Nehmen wir natürlich mit. Ändert jetzt auch nichts am Licht oder so, wir haben genug. Da kamen wir her. Können wir nochmal hier hochgehen. Hatten wir die gelootet? Nope. Stimpack nehmen wir mit. Schrotpatrone. Machen wir jetzt nicht. Und so, was ist hier? Keine Kakerlaken. Oder, guck mal, eine Medex. Man muss hier auch mal ein bisschen auf Fallen achten. Manchmal sind hier auch Fallen verbaut. Das gute alte Klo und nichts drin. Pömpel steckt. Oh, hier sind immer Stimpaks, Redex, sowas drin. Oder auch Wasser mal. Aufbereitetes Wasser. So. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen orientieren. Hier waren wir schon. Ah, warte. Kreuz. Ah, nee, das ist ein Kreuzschlüssel. Hier waren wir schon. Hier haben wir aufgeräumt. Da ist es der Weg, wo es runter geht. Den wollten wir, da ist eine Fett. Dingsbums drin, hier eine Fett-Mini-Atombombe, Fett-Nuke oder so heißt die, glaube ich. Das brauchen wir in jedem Fall. Nuka-Cola können wir auch mitnehmen. Und hier, geil. Ja.
Tja, wenn ich jetzt wüsste, was die Gewehre können, das müssten wir uns dann nochmal angucken. Die Zigaretten wiegen recht wenig, die kann man gut verkaufen. Und hier noch ein Safe, den wir zum Glück... Ah. Knacken können. Geschafft. Fatboy heißen die, genau. Nehmen wir... Ah, nehmen wir alles. Super guter Kram. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir hier fast alles, oder? Habe ich irgendeinen Raum noch? Ich hatte ja eigentlich auch noch einen Schlüssel für irgendwas gefunden. Ich gehe noch einmal runter. Es könnte sein, dass wir was übersehen haben. Ich meine, wir haben ja noch einen Schlüssel eingesammelt. Bin mir nicht mehr... Ja. Warte mal eben. Lokale Karte. Erstmal muss ich mich hier dran gewöhnen. Wo das alles ist. So, da waren wir alles. Okay, da geht's einfach nur raus. Nee, ich glaube, wir haben alles. Komm, dann gehen wir wieder raus. Möglicherweise habe ich was übersehen. Ah, das sind die Klos, dann ist das halt so. Ah, wir müssen jetzt nicht überall ewig lange rumsuchen. So, hier hatte ich auch tausendmal geguckt, ne? So, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Düpp, 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 düpp. Ich habe tatsächlich in meinem ersten Playthrough kaum Power Armor benutzt. Ich bin so gut wie nie mit Power Armor rumgelaufen. Ich habe die einfach nur gesammelt oder abgestellt. Und bin dann zu Fuß gestratzt. Also zu Fuß stratzt man auch mit Power Armor. Wir müssen dringend die Mod runterladen, die die Ladezeiten verkürzt. Vielleicht können wir das zusammen mal machen. Weil das ist absurd. Autoloader oder Quickloader oder so, da gibt es eine Mod und die müsste eigentlich noch funktionieren. Weil das ist ja völliger Quatsch hier gerade. Pass auf, wir speichern das mal eben. Und... gehen mal auf Mods. Ja, die kriegen wir leider nicht wieder raus, glaube ich. Wir gehen mal ins Menü. Und ich schaue mal, ob ich die hier finden kann. So, ich glaube, die heißt... Weiß einer von euch, wie die heißt? Ich glaube, die heißt Autoloader oder sowas. Warte mal. Ich suche mal nach Loader. Bisschen wie C64 hier. Nö. Sehe ich gerade nicht. Tüt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 
so weitermachen. Ist halt einfach so. Load Accelerator. Okay, wir waren ja auf dem Weg in diese andere Siedlung. Was? Hast du was gefunden? Hier liegt einfach ein Kühlschrank rum. Aber es ist eigentlich das Beste an Fallout, einfach rumzustreifen und zu gucken, was man in der Welt so trifft. Das ist viel spannender, als diese Quest zu machen. Die Welt ist der Star. So, Silbermedaillons kann man natürlich gut verkaufen, wobei man eigentlich gar nicht so viel Geld braucht. Wenn man alles findet in der Welt. Ja. Es ist einfach Quatsch, mit Wets zu schießen. Das ist einfach so schlecht. Man schießt besser ohne Wets. Was haben wir hier? Ein alter Schrottplatz. Da haben die drei Fragezeichen hier gelebt. Dogfight. Viel zu viel Munition vergeudet. Ah ja, Golduhr nehmen wir natürlich. Überall sind Köstlichkeiten zu finden. Oh, der kann schon was ab. Okay. Der macht meinen Hund kaputt, dieses Schwein. Was haben wir denn? Schaden. Wie viel von diesen... Guck mal hier, wir haben hier schon richtig so... Oh, die ist fett, aber da haben wir wenig Schuss für. Leider. Das sind die 38 mm. Das ist mit Leuchtvisier kalibriert. Die macht... Ja, nehmen wir mal die. Oh Mann, der hat meinen Hundimann fast tot gebissen. Ja, aber Hundimann wird gleich wieder aufstehen. Ich gucke mal gar nicht hin. Vielleicht denkt er dann, ich habe das nicht bemerkt, dass er Schmerzen hat. So, gleich sind wir bei der Siedlung. Ich kann auch sprinten, aber sprinten verbraucht, soweit ich weiß, mehr... Fusionsenergie. Oh ja, die Siedlung habe ich auch auf der PlayStation einfach komplett ausgebaut. Hi. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Alter, wieso musst du denn? Du musst doch nicht gleich die Waffe. Mal mit der Ruhe. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Doch. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Die Minutemen sind wieder da. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Das ist wir so wissen, gemein. Wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ich kann. Wärt ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen? Alter, was ist das für eine Explosion? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Das ist ja gemein. Ja, dann mache ich das jetzt, was du von mir willst. Oder? Sind wir durch? Ein einfaches Leben ist das nicht. Nee. Haben wir's? Okay. Haben wir eine aktive Quest von ihr erhalten? Ich glaube, ja. Welche Schwierigkeitsstufe spielst du? Ich glaube, das ist die normale, aber das kannst du fließend ändern. Also,
Man muss es irgendwann anpassen. Je besser man wird in dem Spiel, desto einfacher wird es und dann passt man das an. Ich glaube, ich habe jetzt die Standardschwierigkeit noch. So, Long Loading Times Fix heißt die Mod, aber die haben wir gerade nicht gefunden. Leider. Deswegen glaube ich, die gibt es hier noch nicht. So, ey. Oh, erstmal klaue ich natürlich die ganzen. Darf ich die klauen? Ja. Die kann ich dann neu anpflanzen. Die sind noch nicht sauer, das ist super. Danke. Und jetzt muss ich irgendwo welche Raider platt machen. Sehe ich das richtig? Und dann sind die happy. Oder kann ich mit dir nochmal reden? Oder? Hi, wie geht es dir? Gut. Okay. Hallo. Nö, okay, alles klar. Ach so, du stehst doch auf. Ist das die von eben? Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja, das sagst du, weil du Landwirtin bist. Aber andere Berufe haben auch viel zu bieten. So, ich muss jetzt die Raider platt machen. Sie hat doch gesagt, sie weiß, wo die ist, wo die sind. Dann schauen wir doch mal. Töte die Raider in Corvée, in der Corvega Fertigungsanlage. Das können wir uns ja mal angucken. Die ist da. Wie weit ist das? Ja, auf dem Weg nach Diamond City kommen wir da eh vorbei. Das können wir machen. Einfach nach Süden jetzt. Wir könnten vielleicht auch... Achso, ich darf noch nicht. Aber ich überlege, ob wir hier eine Nacht schlafen sollen. Würden die uns das erlauben? Oder werden die dann sauer? Nee, dürfen wir leider nicht. Naja, dann müssen wir uns erstmal einen Namen machen. So, jetzt gehen wir nach Süden. Die Nacht müssen wir durchmarschieren. Da stampfen wir jetzt richtig. Das ist ein recht langer Weg. Aber wenn man noch keine Schnellreisepunkte freigeschaltet hat, muss man das halt so machen. Und ganz ehrlich, ich finde das überhaupt nicht störend. Ich finde das ziemlich cool. Das ist ja echt wirklich das, was Spaß macht, hier die Gegend zu erkunden. Oh nein, Super Mutant. Okay, nee, jetzt machen wir mal lieber manuell. Okay. Der trifft natürlich auch nichts. Ist der Entferner? Oh doch, ein bisschen was. Oh, man sieht kaum was, aber ich sehe das Blut spratzen. Und das ist gut. Oh. Oh Mann. Wie viel Leben habe ich denn noch? So. Jetzt regeln wir hier mal. Und die Mann, was ist los? Steh auf! Da ist er wieder da. Da ist er wieder ganz. Die Heilungskräfte, das Heilfleisch des Schäferhunds sind unerreicht. Wo ist der zweite? Der ist doch so dick, die kann man gar nicht übersehen. Oh, die war noch zu zweit. Was hatte ich hier gerade für eine Pflanze? Also ey, das waren noch zwei Super Mutants. Johnny 1, wo ist Johnny 2? Ja, das war doch nur einer, der war aber ganz schön zäh. Hier unter diesen Brücken, da sind auch oft Siedlungen, oder also auf den Brücken, da oben drauf. Überall, guck mal, da ist auch was, ne? Es gibt überall was zu entdecken, es ist so herrlich. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ich liebe das. Klar, ich kenne natürlich das meiste jetzt, aber ich habe auch einfach vieles vergessen. Das kann sich ja auch kein Mensch merken. Und warum sollte man? Es gibt so viel unnützes Wissen. Und das meiste vergisst man ja wieder. Dazu zählt auch das. Da zum Beispiel, da ist 100 Pokémon, obwohl das ist. Was? Oh, guck mal hier, die habe ich gar nicht gesehen. Der Hund hat mich gewarnt. Vielen Dank, Hund. Das war nett von dir. Da ist ein Schrottplatz. Da ist auch irgendwas. Man sieht leider
nicht die Entfernung auf dem Radar. Das wird zwar mit der Zeit immer ein bisschen größer, aber nur, wenn man nah dran ist. Also, da könnte man noch mehr Informationen haben. Wir gucken uns das hier trotzdem mal an, einfach weil ich Bock drauf habe. Bedford Station. So. Das ist aber... Hier ist die Bedford Station. Oh. Okay. Aha. Okay, ja. Okay, shit. Dup, di dup, di dup. Wir haben natürlich nicht so viel. Oh. Also ist mit der Power Armor natürlich schon alles ein bisschen... Oh, eine Haarklammer. Weniger gruselig. Man fühlt sich natürlich dann ein bisschen stärker. Aber auch mit Power Armor ist man nicht unverwundbar. Klar, Ghule schießt man natürlich in die Beine. Am besten mit Vets. Aber wir spielen ja hier auf PC. Und... Oh, hi. Da nutze ich Wets nicht so oft, aber ja, man kann wunderbar die Beine und dann kann man auch mit Nahkampf... Warte mal, wie ist nochmal Nahkampf hier? Wie war denn hier nochmal Nahkampf? Wir machen hier keinen Nahkampf. Alt? Ah ja, super, alt, danke. Ah ja. Dann können wir die nämlich das nächste Mal Munitions... sparend. Weil es ist nicht so einfach, die Beine zu treffen. Boah, der macht ja fiese Moves. Huch, ich lade nach. Und das war ein cooler Schuss. Umhauen. Ruhe da! Ah, paar schwabbeln hier aber noch durch die Gegend. Irgendwas habe ich gerade noch grunzen gehört. Nehmen wir alles mit hier. Zwei Kronkorken. Man schmeißt keine Kronkorken weg, ist doch klar. Hatte ich nicht... Warte, ist das nicht die... Nee, das ist nicht die Station, die ich... Oder ist das die Station, die ich ausgebaut hatte? Was hast du denn da? Terminal. Hacken wir uns mal rein. Scheinwerfersteuerung. Ja, können wir Licht ausschalten. Scheinwerfer werden heruntergefahren. Und die Systemdiagnose. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das machen. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Das klingt wirklich wie ein 3-Fragezeichen-Hörspiel. Verdammt, Sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Das weiß ich nicht. Ich lenke sie ab. Okay. Bis 10 und lauf dann zu den Bäumen. Guter Plan. Was? Dutchman, ich... Uns bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. 10, 9, 8, 7... Nein! Oh. Nein, ich gehe nicht zurück. Ich kann das nicht. Ich will das nicht.
Das können wir jetzt auch rausnehmen, das Ding, ne? Genau. Können wir mitnehmen. Ja, das sind immer die coolen Geschichten, die man in diesem Spiel findet. Ich habe natürlich hier, das ist, glaube ich, diese Station, auch massiv ausgebaut. Oder ist die das? Doch, das ist die doch, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Da gibt es doch so eine ähnliche. Aber es ist doch Bedford Station. Jo, man kann die ganzen Waggons noch durchsuchen. Nach brauchbaren Dingen. Manchmal findet man was, oftmals findet man nichts. Da hinten ist noch ein Haus. Man muss alle Häuser abklappern. Überall kann man interessante Dinge aufspüren. Das ist eine andere Location, ne? Die sieht aber sehr ähnlich aus. Die hat nämlich auch dieses weiße Aufseherhäuschen. Aber da waren nicht diese Brücke da in der Nähe. So, das sind so Marmorsteine. Oh, hi. Okay, Hund, geh da nicht rein, bitte. Oder geh einfach rein. Ey, aua. Ja, Hundi, Mann, geh mal weg. Ich wollte doch mal so reinlinsen. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Okay. Licht anzuhaben in der Dunkelheit ist natürlich ein sicheres, probates Mittel, entdeckt zu werden, logischerweise. Aber das ist mir egal, die sollen ja ruhig zu mir kommen. Ich will jetzt rein. Ich bin mir nicht sicher, ob da die reguläre Öffnung... Was war da gerade? Hey, lass meinen Hund in Ruhe! Was machst du da noch? Du hast kein Bein mehr! Ja, er hat den finalen Kielbiss angesetzt. Haben wir das jetzt hier gesäubert? Von den Ghoulies? Ich glaube ja. So. Laderampenterminal. Frachtbestimmung, Ladeverzeichnis. Was haben wir denn hier? Ja, das ist nicht ganz so spannend. Hier müsste vielleicht irgendwas... vielleicht könnte man tatsächlich... Also das stimmt ja. Also Granit zum Beispiel, das müsste stimmen. Aber diverses Stahldraht, Stahlbeton, vielleicht, wenn man das sucht, ist hier vielleicht irgendwo noch Waffen oder so, eine Waffenlieferung. Stromkabel zum Beispiel, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich die Originalfracht dann sich auch looten kann. Also das stimmt ja in jedem Fall. Aber ob der Rest auch stimmt, weiß ich nicht. Geht's hier zu diesem... Nee. Es gibt hier auch so ein Marmorwerk irgendwo, was auch ein bisschen gruselig ist. Ich habe gelesen, bei vielen ist es verbuggt. Bei mir war das nie verbuggt, glaube ich, das Marmorwerk für PlayStation. Jo, dann gehen wir mal weiter. Hier war man, da kommen wir her, genau. So, wir haben hier so viele tolle Sachen. Da geradeaus sind schon wieder neue Ziele. Nehmen wir mal mit. Da ist diese riesige Fabrik. Automatische Waffe mit Kneecapper Legendary. Ja, es gibt ziemlich viele coole Legendaries. Frag mich nicht mehr genau, wo die sind. Es gibt sicherlich einige, die an festen Orten zu finden sind. Eine alte. Ist das ein Autokino? Nee. Such mal Loot, Hundi, Mann. Ach doch! Oh, das ist auch eine Settlement. Hier kann man auch tatsächlich bauen. Ey, das wollte ich gar nicht. Geh wieder rein. Hier kann man auch bauen. Das Ding habe ich auch so krass ausgebaut. Da habe ich in der Mitte, also erst habe ich hier alles ausgebaut und dann hatte ich mir gedacht, ey, weißt du was? Ich mache in der Mitte hier räume ich alles auf und dann habe ich hier so eine komische Community gebaut. Oh.
Ey, Hunimann, pass auf. Ja, genau. Oh, ich hab so Schleim. Oh, ich glaube, ich muss mal Stimpack benutzen. Ich glaube, mir geht's nicht so gut. 3 Trefferpunkte. Zeit für ein Stimpack. Das hat leider keine Instant-Wirkung. Das heißt, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann noch angegriffen wird, während das Stimpack eingeschmissen ist. Yo, also genau, hier hatte ich alles aufgeräumt. Und ich meine da, hier gibt es auch einen Zwischenraum. Da kann man nämlich rein. Das ist die alte Leinwand des Autokinos. Genau. Und hier ist auch cooler Scheiß. Jet, ich glaube, ich muss von der anderen Seite. Ja, da ist die Treppe. Hier Gould ist sicherlich auch eifrig rum. Hier ist die Hütte, da kann ich auch rein. Ach Mist, das war blöd. Ich habe noch nicht so das Drehgefühl auf PC. Auf Konsole kann man mit dem Stick, das ist irgendwie besser. Ja? So. Cool. Okay. Hier nehmen wir mal das Feines mit. Ja, nochmal eine Aluminiumdose. Der Wunderkleber. Der Benzinkanister hat auch, wie gesagt, der hat auch eigentlich ein ganz gutes Material, aber die Aluminiumdosen, die sind immer ganz gut. Oh, noch ein Fusionskern. Oh, hier eine Nuka-Cola Quantum. 10 mm. Was ist los? Tschüss. Man kann dieses Wetz auch immer super benutzen, um Gegner aufzuspüren, weil das natürlich den Gegner immer anvisiert. Und dann weiß man, wo der ist. Komm ich so nicht auf. Mist, das ist ein Expertenschloss. Das müssen wir uns merken. Da kommen wir leider gerade nicht ran. Da, soweit sind wir noch nicht gelevelt. Was ist das da unten? Da habe ich nur Quatsch mit Soße. Hier noch was drin. Da noch eine Aluminiumdose nehmen wir mal mit. Oh ja, das nehmen wir auch mit. Ein paar nette Sachen haben wir hier drin gefunden. Da ist noch eine Aluminiumdose. Und dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Hey, Hunimann, du versperrst meinen Weg. Hunimann! Galagenfleisch, eine Machete. Wodka. Oha, Klammer. Und hier hat irgendwer seinen. Ach Mensch, ey. Das erzählt immer so Geschichten. Entweder die hat hier gearbeitet und hat ihr Kind mitgenommen, weil sie halt alleinstehend war. Oder er. Und. Was hast du gefunden? Ja, das. Oh, da bringt mir die Machete. Das ist lieb von dir, aber. Brauche ich nicht. Oh, shit! Oh, hab ich übersehen. So, hier hat man einen geilen Ausblick, ne? So, da ist das Autokino. Hier ist doch noch was. Jo. Schlüssel ist im hinteren Lager. Ist das der... Ich frage mich gerade, ob das der für den Safe ist, aber ich glaube nicht. Da, wir waren, glaube ich, gerade in dem hinteren Lager. War da irgendwas abgeschlossen? Haben wir gedacht, da haben wir uns auch reingehackt. In unseren Hacker-Skills. Das ist nicht der Safe-Schlüssel. Das ist das da hinten, wo wir uns reingehackt haben. Ich glaube, da hinten ist der Workshop drin, in dieser kleinen Hütte. Und damit könnten wir das dann so als Siedlung
benutzen. Jo, achso, das ist das hintere Lager. So, okay. Genau, hier ist das Ding drin. So, und das ist jetzt uns. Das, da können wir jetzt hier bauen. Wir können uns Betten hinlegen. Wir können hier eine ganze. Also, wir können jetzt hier einfach komplett diese Siedlung ausbauen. Und dann würden da auch Leute kommen. So. Wäre easy. Easy machbar. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen gucken. Da muss ich einmal kurz den Game Sound ausmachen. Weil das, sowas reicht jetzt schon aus. So ein lokales Radio, damit das geclaimed wird. Muss ich mal kurz, was habe ich jetzt? Hier auf irgendwas raufgetreten? Irgendwas ist mir gerade passiert, weil ich habe nichts gehört. Das ist natürlich blöd. Stimpack nehmen wir mal. Und was habe ich denn hier noch so zum Essen? Maulwurfshappen. Oh shit. Okay. Ja, das hilft, wenn man Audio hat. So, Hund, pass auf. Man hört so tapsen, aber das ist Hund, der da tapst. Zigaretten nehmen wir mal mit, gibt gut Geld. Können wir in Diamond City, wo wir auch gleich hinkommen, schön verticken alles. So, rüber über die Flügel, aber da ist nichts mehr. Und hier oben ist aber noch was. Da, guck mal. Der arme Typ hat es sich hier nochmal bequem gemacht. Und dann war es das für ihn. Tja. Ich glaube, dieser saubere blaue Anzug müsste eigentlich einen Charisma-Bonus haben, oder? Ja. Den nehme ich mal mit, weil der hat Charisma 2. Und wenn wir nach Diamond City kommen, haben wir dann schon Charisma 11. So, wir können jetzt hier, wie gesagt, bauen. Wir können hier auch anfangen, so den ganzen Kladderadatsch hier zu scrappen. Kriegen dann auch wieder Materialien. Das kann alles weg. Alles kaputt, alles Dreck hier auch. Alles Dreck kaputt. Und dann kann man auch neue Sachen aufbauen. Das kann ich jetzt hier ohne Mod nicht wegmachen. Später mit einer Aufräum-Mod kann man das alles auch so wegschmeißen. Hässlich, ne? So, gibt uns natürlich gute Ressourcen. Können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht eine Waffe aufwerten können. Ist hier auch eine Waffe? Wir können auch sogar eine bauen. Alles weg. Jetzt könnten wir eine Waffenwerkbank bauen und schauen, dass wir unsere Waffen zum Beispiel upgraden. Ja, ich bin mit euch. Das ist echt blöd, dass man, wenn ein Spiel Musik lizenziert, dass man dann trotzdem, wenn man das Let's Play dafür belangt wird. Das nervt mich auch. Ich habe wirklich schon häufiger komplette Videos nicht monetarisieren können, weil dann irgendwo ein Soundtrack war, von dem man auch nichts wusste. Wo es auch keinen Streamer-Mode oder so in den Einstellungen gibt. Klar, ich meine, das Leben ist größer als Streamer-Leben, ist mir schon klar. Die Welt dreht sich nicht um mich oder meinen Job. Aber es ist schon schade. Viele Spiele haben Streamer-Mode im Zweifel. Fallout ist natürlich auch jetzt schon ein bisschen älter, als das rauskam. War Streaming jetzt noch nicht so ein Ding? Oh, wir haben Level 6 erreicht. Können wir mal kurz gucken. Oh, bei YouTube steht noch, ich erkunde Albion. Oh, okay. Danke für den Hinweis. Ich glaube, das könnte nur Nicola im Zweifel machen. Gerade. Oder ich müsste mich hier reinhacken. Ich weiß gar nicht, ob ich das nebenbei mal eben machen kann. Weil
YouTube. Warte, gib mir eine Sekunde. Gagagagagagagab. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt machen kann. Ist das hier? Boah, da müsste ich jetzt. Da komme ich da. Yo. So, warte, das kann ich da bearbeiten. Da. Ahaha. Okay, geil, pass auf. Fallout 4. Bam. Speichern. Okay. Danke für den Hinweis. Jetzt müsste da eigentlich auch auf YouTube Fallout stehen. So. Was wollen wir denn mal leveln? Wir könnten Schloss machen. Dürfen wir das schon? Da brauchen wir Level 7 auf Wahrnehmung. Terminal könnten wir uns sogar schon leisten. Es gibt ja oftmals so Situationen, dass ein Safe da steht und dann kann man den entweder über ein Terminal Hack öffnen oder durch ein Schloss knacken. Wir können auch. Das ist natürlich zu Beginn auch recht interessant, weil man da. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ach. Weil wir jetzt. Dann kriegen wir direkt zu Beginn mehr Munition. Die Perks sind alle geil. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was der eine beste Perk ist oder so. Die sind alle cool. Jeder hat, glaube ich, seine eigenen Favorites. Was? Haben wir noch einen? Nee. Wir haben noch keinen mehr, oder? Dann wollen wir mal schauen, wo hier der Eingang ist. Das ist natürlich ein Riesending. Und da müssen wir einige Raider wegkloppen. Da kommen wir nicht rein durch das Tor. Boah, das ist echt riesig. Ist das überhaupt das? Ne, das ist gar nicht das, was zur Quest gehört. Oh, ich liebe so, wenn man so in so urbane Räume kommt und dann irgendwelche Häuser erkunden kann und so, das ist schon nice. Ich glaube, da hier sieht schon ganz gut aus. Da müssen wir jetzt uns reinhacken. Vorkriegsgeld nehme ich immer mit, weil das nichts wiegt und das kann man gut verkaufen. So, jetzt hacken wir uns da mal ins Terminal. Müssen wir uns gar nicht reinhacken. Oh hier, guck mal, die hat auch noch Geld. Das, guck mal, und diese Anordnung jetzt, ne? Das erzählt halt die Geschichte. So, wir sehen diese Frau. Hier ist noch ihr Geld. Wahrscheinlich wollten die hier ausrauben. Das ist ja eine Bank. Und das ist hier sozusagen der Sicherheitsraum für die Wertgegenstände. Und hier ist ein Loch drin. Vielleicht haben die hier ein Loch ja, guck mal, das ist ein Bankraub. Die haben hier ein Loch reingekloppt. Und hier liegt überall das Geld rum. Das heißt, das sind sozusagen Bonnie und Clyde vermutlich. Da, die hat sogar noch Geld in der Hand. Das zu 100 in der Tasche. Das ist einfach ein Banküberfall. Das ist das Fluchtauto. Und die sind dann halt, weiß ich auch nicht, entweder durch die Atombombe oder was auch immer gestorben. Aber das sind genau diese Sachen, die ich an Fallout so liebe. Das ist so drapiert und man kann dran vorbeilaufen und nicht hingucken. Oder man kann sich Gedanken machen, ey, was ist das hier für eine Szenerie? Was ist hier passiert? Und dann wird das lebendig vor dem geistigen Auge. Und das, ja, keine Ahnung, ich mach das. Okay, können wir kurz mal festhalten, dass ihr nervt. Schnell weg, Ghouls. Auf den Kopf. So. Gib mir erstmal. Oh, da ist noch was. Irgendwas grunzt hier noch. Ne, alles weg. So, jetzt looten wir die. Selber Löffel kann man gut verkaufen. Okay.
Das ist aber immer noch nicht der Raum, in den wir wollten. Da ist eine Statue von Emil Erpel oder so. Ah, da, guck mal. Scheiße. Lass meinen Hund in Ruhe. Und den eigenen Hund zum Fressen. Schwein. Irgendwas höre ich hier doch. Irgendwer hat doch geredet. Nee, jetzt habe ich den Löffel, den wollte ich gar nicht. Wer hat da geredet? Die ganze Aufregung war nichts. Leuchtender Pilz. So, hier sind noch ein paar Raider auf jeden Fall. Aber wo seid ihr da? Ach so, hier da oben hoch, da ist die Wohnung von den Raidern, glaube ich. Gucken wir uns gleich mal in Ruhe an, wo die hier hausen. Lebst du noch? Oh ja. Oh geil, ich werde von da oben abgeschossen. Da war ja was. Da müssen wir jetzt mal... Oh ja, oh jo jo jo. Okay, jetzt müssen wir gucken. Ich habe noch nichts auf meiner Wahrnehmung, aber hier oben dürften wir fündig werden. Okay, nur mal um sicher zu gehen. Wir hören schon die... Vor mir? Kannst du vergessen. Ja. Ja, da ist das Ding. Okay. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner. Okay. Haben wir Granaten? Aber wie wirft man nochmal Granaten? Auf G gedrückt halten? Ich weiß es nicht mehr. Warum trifft er nicht? Ah. Oh no, was war das? Was war das denn? Ah. Da war irgendwas Explosives. Oh nein, ach. Das mag ich nicht. So weitere Rücksetzpunkte bin ich kein Fan von. Aber ich bin selber schuld. Ich hätte halt einfach speichern müssen. Insbesondere wenn man weiß, dass da eine Raider-Gang auf einen lauert. Aber ich war ein bisschen zu cocky, sag ich mal. So. Jetzt erkläre ich nochmal, was ich vorhin meinte. Also, das eigentliche Spiel, was man hier spielen sollte, ist ja, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht beim ersten Mal wieder aufgeht. Man drückt ein Wort und dann steht hier unten rechts das Wort, was man gedrückt hat. Und wie viele Buchstaben identisch sind mit dem Wort, was gesucht ist. So, und jetzt nimmt man das zweite Wort. Und eigentlich muss man jetzt überprüfen. D zu E, E zu L, S zu E, T zu C, R zu T, O zu E, Y zu D. Und man sieht, okay, das Wort Destroy und das Wort Elected hat zu keiner, an keiner Stelle den gleichen Buchstaben. Versteht ihr? Das heißt, das Wort elected könnte das gesuchte Wort sein, weil Treffer 0 hier zeigt an, das gesuchte Wort hat 0 Buchstaben an gleicher Stelle wie destroy. Jetzt könnte ich das anklicken und es war es nicht und wir sehen, okay, das gesuchte Wort hat mit dem Wort elected einen gemeinsamen Buchstaben. So, und jetzt gehst du eigentlich hier runter und guckst. Dann musst du schauen, okay, destroy, elected fitting, D zu E zu F, E zu L zu I und du siehst, okay, bei Destroy hast du das T an vierter Stelle und bei Fitting hast du auch ein T an vierter Stelle. Ansonsten sind keine Buchstaben gleich. Da musst du natürlich auch bei Elected gar nicht mehr gucken, weil du weißt, bei Destroy ist ja schon ein Buchstabe. Das heißt, das kann es nicht sein. Und so gehst du halt durch. Und es ist halt total aufwendig. Und besser ist es, ich gehe jetzt hier raus, gehe wieder rein und drück einfach nochmal 1, 2, 3, geh wieder raus. Und das ist natürlich eigentlich lame, weil das die Immersion nimmt, aber es ist
Im Zweifel fährt man damit besser. Nein! Oh! Aha! Jetzt habe ich... Ich wollte Tab drücken. Und habe E gedrückt. Okay, wir müssen nur 10 Sekunden warten. Das ist ja voll wenig. Ich dachte, man ist endgültig ausgeschlossen. Ja, okay, das macht es ja noch einfacher. Bin durch. Okay. Das macht es ja noch einfacher. Hallo? Okay. Oh, dass sie einfach nicht trifft. Oh ne, das ist... Nein. Hast du sie? Ja. So. Okay. Nehmen wir mal mit, was hier noch drin ist. Emmas Holoband, das können wir uns gleich anhören. Gehen wir mal hier auf. Die sind jetzt bei Daten und dann ganz. Nee, bei Inventory ist es, glaube ich. Inventory. Oder? War das bei die. Nee. Dann war das doch bei Daten. Doch, das ist bei Daten. Aber. Hm? Ich dachte mal, das wäre bei Daten, was ich hier gerade eingesammelt habe. Oder wo war das? Das ist doch hier. Okay, das war das, glaube ich. Emmas Holoband. Wo zum Geier bleibt Josh denn? Er ist jetzt schon über eine Stunde weg. Wir müssen hier raus. Die Jungs glauben, dass wir schon in Concord sind. Wenn Josh sich mal beeilen würde, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig dorthin. Verdammt! Schüsse! Gar nicht gut! Josh! Jo, und diese, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist eine Milizhut. Möglicherweise... War die auch bei den Minutemen? Weiß ich nicht genau. Was bringt mir der Hut? Charisma 1. Also, oh, und das Charisma 1, Ausdauer 1. Ja, können wir mal gucken, was ich eigentlich anhab. Ja, die bringt mir keinen Schutz, aber sie gibt mir halt Charisma und Ausdauer. Das heißt, wenn ich jetzt nach Dings komme, Diamond City. Okay, der ist sogar besser. Sauberer blauer Anzug 2. Dann würde ich den aufs, anziehen. Hätte ich noch plus 2 Charisma. Und dann würde ich diesen Milizhut aufsetzen. Dann haben wir nochmal 3 Charisma. Dann sind wir bei 12 Charisma. Dann kriegen wir natürlich deutlich bessere Preise. Und haben dann alle Dialoge. Weil wir ja, also wir dann halt viel reden wollen. Auch erstmal in Diamond City sind ja sehr, sehr dialoglastig. Genau. Patchy, vielen Dank. Ey, Amy, habe ich auch dir Danke gesagt, Amy? Oh Mann, ich brauche dringend diese Lademod. Also dann gucken wir mal, was hier so ist. Übernehme. Und übernehme. Die sind alle schon verdörrt. Das ist so ein ganz anderes Spielen. Auf PC, wenn man selber zielen kann. Weil auf Konsole kannst du nur mit Vets spielen. Und deswegen musst du auch ganz anders leveln. Nuka Cherry. Guck mal, da ist wieder so ein Teddybär. Weil du natürlich dann alles, was mit Vets zu tun hat, viel mehr leveln musst.
dass du mehr Aktionspunkte hast, dass deine Treffergenauigkeit bei Vets besser ist, dass du deine Trefferpunkte zurückbekommst, wenn du bei Vets kritischen Treffer machst oder so. Also diese ganzen Perks, die sind natürlich super unverzichtbar auf Konsole. Das ist sehr viel einfacher im Prinzip auf PC. Kann man auch sein Messer wetzen, sehr lustig. Tatsächlich kann man das, wenn du Nahkampf spielst. Oh Gott. Ey, fuck. Ich krieg keine Tür öffnen. Oh fuck. Oh fuck. Wieso können die denn die Türen öffnen? Das sind dumme Ghule. Können wir uns mal darauf einigen, dass das Quatsch ist? Oh Mann, armer Hundimann. Aber wie geil ist dieser riesige Supermarkt? Mit Halloween-Dekoration. Die Hundimann, pass auf. Oh fuck, wo kommst du denn hin? Okay, warte, okay. Voll nach hinten, einfach in den Rücken gefallen. Miese Nummer. Oh Mann, oh Gott. Miese Geschichte. Hinter mir ist noch einer. Der. Ja, genau! Oh shit. Das ist jetzt so mies, ey. Aus dem Kühlschrank raus. Das haben die genauso geplant. Das war genauso geplant. Schweine. Das ist ja echt frech einfach nur. Was habe ich denn hier zu essen? Todeskrallenfleisch. Gib mir richtig was zurück. Esse ich einfach. Kann man wahrscheinlich auch gut wegbraten. Und so, dann kommt man erstmal her hier, bevor ich den Rest leer mache. Okay, dann hat Hundimann erledigt. So. Ich glaube, jetzt ist hier erstmal Ruhe. Jetzt können wir uns seelenruhig umschauen, was wir aus dem Supermarkt mitnehmen wollen. Eigentlich ist das ja sogar eine ganz komfortable Situation. Wenn hier alles voller Ghule ist, dann können natürlich Menschen hier nicht looten. Und Ghule verbraucht nichts, was hier so zu finden ist. Das brauchen die alles ja nicht. Von daher, lass uns mal in Ruhe jetzt gucken. Also, ich bin ja ein bisschen geflüchtet. Hier bin ich lang geflüchtet. A-Klammer nehmen wir mit. Babyrassel. Forschungsreagenzglasen, ey. Das klingt nur cool, aber ist nicht cool. Ist cool. Okay, was haben wir in der Küche? Brot. Brot. Ah, jetzt habe ich einen Brotkasten mitgenommen. Das wollte ich doch nicht. Die haben alle Feuerzeuge dabei. Ich weiß nicht, was sie damit wollen. Wie der sich einfach im Kühlschrank versteckt hat, wie Indiana Jones. Ja, hier ghoult auch wieder irgendwas. Der kam. Ne, da kam der durchs Fenster. Wo kam der denn her? Wo kam der her? Ist da irgendwas drin? Im Klo? Nee, ne? Nur so. Oh, wohl Zuckerbomben. Kann man auch essen. Wenn man nichts hat. Silbergabel. Ey, Hund, geh mal weg. Wir sind ja ganz gut drauf hier, ne? Aber wenn man das zum ersten Mal spielt
und vielleicht jetzt auch keine Powerrüstung dabei hat und grundsätzlich einfach ja, das zum ersten Mal macht, das ist schon auch wirklich gruselig, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Das sieht jetzt hier so nonchalant aus, aber das ist wirklich gruselig. Das Schloss kriege ich nicht auf. Mist, Mist, Mist. Also Safe knacken ist schon ganz geil. Also wie gesagt, manchmal ist hier ein Terminal, aber die sind alle kaputt. Oder ne, hier ist eins. Das könnte den Safe öffnen. Vermute ich mal. Was? Ich darf mich da nicht reinhacken. So. Aber das ging doch gerade auch. Vielleicht, weil ich mich dafür offiziell hinsetzen muss. Ja, so ist es. Okay, leider nur irgendein Gossip. Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit schweren Herzen darüber, dass wir Sally entlassen mussten. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neue Espressomaschine endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, würde die Espressomaschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit, Management. Okay, sehr gut. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Espressomaschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte industrielle Halterung nicht in unsere Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben. Wir bitten um ein wenig Geduld. Ja, okay. Ja, natürlich werden hier die Wände eingerissen, damit man diese bescheuerte Maschine behalten kann. Da ist sie. Und das war Sallys Arbeitsplatz. Es würde mich nicht wundern, wenn man hier noch irgendwas gefunden hätte. Eine alte Notiz von Sally oder sowas, was... Aber ja, die war offensichtlich nicht sehr beliebt. Wir können auch gar nicht mehr richtig laufen, weil wir zu vollgepackt sind. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass wir da jetzt den Safe hätten öffnen können. Steffen Butt sagt, fürs Vorkriegsgeld gibt es einen guten Kurs. Genau, deswegen sammle ich immer alles Vorkriegsgeld ein. Das wiegt nämlich nichts, hat 0 Gewicht. Und das lässt sich dann gut verkaufen. So, das haben wir uns angeguckt. Hier geht's noch weiter. Da, die Tür sind wir durch. Dann, oh Mann, jetzt müssen wir uns... Zigaretten geben auch gut Geld. Wiegen dafür aber auch ein bisschen was. Ich will noch nicht nach unten gehen. Ich will nochmal in den Supermarkt reingehen. Oh Gott, hier die ganzen Lagerräume. Das ist ja ein Irrgarten hier, wirklich, ne? Scheiße. Okay. Okay. Entschuldigung, war mein Fehler, Hundimann. Muss ich leider eingestehen. Hey, wie komme ich jetzt wieder auf da? Aber er steht schon wieder. Entschuldigung, ich habe nicht mehr so viel Schuss. Ich muss, glaube ich, gleich mal meine Waffe austauschen. Ach so, ja genau, das habe ich gemacht. Das wollte ich hier einmal entsperren. Ach Gott, das war mega dumm. Das ist viel besser auf der Konsole, weil man mit dem Stick so ein Gefühl, das vibriert dann und man kriegt dann so ein Gefühl dafür. Wo ist der Knackpunkt? Das ist hier nicht so gut. Könnte man sich drüber nachdenken mit, Pet zu spielen, aber das Schießen macht natürlich so mehr Spaß. Mit Maus und Tastatur. Da ist noch ein Ghoul hier irgendwo in der Nähe. Josh Soloband. Das können wir... Oh geil, der hat mir eine Waffe gebracht. Oh, hi. Gut. Kommt trotzdem gleich noch einer. Die schleichen sich aber auch immer so mies an. So, Josh Soloband. Lass mich mal, kann ich das hier nicht direkt abspielen? Normalerweise gibt es eine Option, dass man es direkt abspielt. Das ist natürlich blöd. Sportkleid. Lederrüstung. Oh, die könnte vielleicht besser sein. Vielleicht auch nicht.
Oh, okay. 7 Red ist natürlich viel. Sportkleidung. Ich frage mich gerade. Die können wir uns mal angucken. Die Raider-Rüstung. Was kann die? Oh, warte mal. Impro-Revolver. Bis zu 24 Schaden. Das ist deutlich besser als die, die ich habe. Leider zeigt er mir hier nicht direkt an, was besser ist. Aber wir können ja mal gucken. Wir können auch nicht alles mitnehmen. So, was habe ich denn? Ne. Raider-Rüstung, rechter Arm. Was habe ich denn da jetzt noch eingebaut? Also, was ist das hier? Raider-Rüstung? Ja, da bräuchte ich natürlich jetzt den gesamten Text. Aber das müsste auch rechts. Ist das rechter Arm? Nee. Wo sehe ich denn? Ist auf jeden Fall Minus. Ich glaube, die können wieder raus. Obwohl mit Taschen. Das heißt, ich habe eine höhere Tragekapazität, meine ich. Ich glaube, wenn man die Taschen da reinmacht, mit Taschen, kann ich mehr schleppen. Das müssten wir, wenn ich jetzt mal, ich klicke mal an. Nee, okay. Wir behalten es aber auch nochmal bei uns. Gucken wir uns zu Hause mal an. Wir müssen irgendwann ja mal ein Lager bauen, ne? Wir brauchen irgendein Settlement, dass wir dann auch unsere Heimat nennen. So. Lass uns mal jetzt wo war das jetzt bei Diverses? Sein Holoband anhören. Hätten wir den retten können? Nee, oder? Ich bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Es gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Ghulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße. Oh Mann, ey. Ja, scheiße. Das ist in der Serie übrigens auch super umgesetzt, die Bedrohlichkeit der Ghule. Ja, kacke, ey. Ja, den hätte man nicht retten können, natürlich. Sehr klar. So, die Frage ist, ob jetzt hier noch was los ist. Wir haben nur noch 7 Schuss. Ich muss mal schauen, was ich noch für eine bessere... Was haben wir hier gemacht? Für eine bessere Waffe jetzt ausrüsten kann. Wir brauchen ja auch... Ja, 41 Schuss, immerhin. Ja, 10 mm haben wir jetzt wieder ein bisschen. Oh, warte. Ah, das ist die Minigun. Oh, da haben wir auch richtig schön viel Munition. Schrotflinte 75 Schuss, ist auch nicht schlecht. Lasermuskete, ja. Dafür haben wir zu wenig Munition. Also 100. Das ist die, der Hundimann gerade gebracht hat. Ich spiele am liebsten so ballistische Waffen. Mir macht das mehr Spaß. Wenn man das Projektil so richtig mit Gewicht und so. Klar, Laser hat auch Style, aber ich mag das lieber, diese alten Waffen. So, was ist jetzt hier los? Gibt es hier noch Feinde? Was spratzt hier rum? Ja. Ah, oh, das hat. Okay, das Ding ist so nervig mit dem Nachladen. So manuell nachladen. Das hat natürlich Wumms, aber. Ich hab nur. Nee, das ist blöd. Ich hab nur 2 Schuss. Das gefällt mir nicht. Das ist zwar cool, aber. Das ist meine beste Doppel. Das ist eigentlich komplett gleich alles. Glaube ich.
Nehmen wir mal die Schrotflinte, die sind eh enge Gänge, wenn noch irgendwas kommt. Aber warte mal, da war ich... Ne, hier war ich noch nicht drin. Hä? Oh. Reingehackt. Ja. Kronkorken. Ja, nehmen wir alles mit. Oh, Minuteman-Outfit. Ach was. Bewegung und Wahrnehmung 1. Hier sind nämlich die ganzen Minutemen, ne? Also wir haben ja mit Preston Garvey gesprochen, dem letzten verbliebenen Mitglied der Minutemen, und der hat uns ja erzählt, dass die alle gestorben sind. Und da ist... Das ist aber nicht Ede hier, oder? Das ist Zufall. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von meinem guten Freund Eddie. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Fallout 4 auf dem PC. Es ist ein neuer Run. Und wir finden gerade tote Minutemen, was sehr traurig ist. Weil die wollten ja nur das Gute in der Welt verbreiten. Und dann haben sie am Ende nur ihr eigenes Blut in der Welt verbreitet. Das wollten wir nicht. Schön, dass ihr da seid. Hallo Hundimann, ich wollte nur das Red Axe nehmen, du standst im Weg. Hier ist reichhaltig Loot, ne? Hier ist richtig, richtig viel Loot. Guter Loot auch. Guter Loot. Ja, kein Wunder, die Minutemans, vielleicht wollten sie am Ende doch nur looten. Und... Ja, das wurde ihm zum Verhängnis, denn nur wer stark ist, kann richtig gut looten. Okay, schauen wir weiter. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch zu finden können. Ah ja, hi. Alles klar. Hier habe ich auch nur zwei Schuss. Ey, was ist das denn? Ey, einfach wie ich beide nicht getroffen habe, dieser Loser. Ey, lass meinen Hund in Ruhe! Ja, hau ab, ey! Schwein. Wie der meinen Hund verkloppt hat. Das war auch ein Stück weit meine Schuld aufgrund meiner Inkompetenz. Boah, das ist hier, wenn man hier direkt zu Beginn reinkommt und das Spiel zum ersten Mal gespielt hat, das ist so... Oh, diese ganzen Raider. Da kriegt man direkt vom Spiel gesagt, so einfach ist das hier alles nicht. Kochplatte nehmen wir mal nicht mit. Gemoddet oder Vanilla? Nee, das ist natürlich Vanilla, weil wir natürlich mit dem Next-Gen-Update spielen, was auf PC jetzt wohl gar nicht so einen Unterschied macht. Ich habe, wie gesagt, ja nur auf Konsole immer gespielt. Deswegen fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Aber was ich so an Feedback bekommen habe, ist, dass der Patch die PC-Version jetzt nicht besonders aufgehübscht hat. Und trotzdem haben wir ihn natürlich drauf und der hat alle Mods zersägt. Deswegen, es gibt noch nicht so viele Mods. Deswegen ist es Vanilla. Ist eine Mod drauf, die aber nicht aktiv ist. Damit haben Nicola und ich neulich mal diese Sprachdialoge gezeigt. Wo dann die NPCs oder also theoretisch auch Ghouls, auch Todeskrallen und so, wo man mit denen Unterhaltung führen kann. Das ist schon ganz lustig. Ich nehme mal an, wir können das... Ach komm! Das muss doch nicht direkt kaputt gehen. Ja? Boah, das ist echt viel besser auf Konsole. Wenn man ein richtig gutes Gefühl hat, wann es vibriert. Hier ist das sehr, sehr seelenlos. Das nehmen wir alles mit. Das lassen wir da. Okay, jetzt muss ich aus meiner Rüstung raus. Aber ich stelle die so auf, dass wenn einer kommt... dass die Rüstung mich ein bisschen deckt. Vermutlich kann ich jetzt damit den Safe öffnen, oder? So, das machen wir jetzt so oft. Ist ein bisschen... Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, was...
was der Grund ist, weshalb ich mich schlecht fühle, wenn ich das so mache. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es die Erinnerung daran ist, wie viele Stunden ich mit Fallout 3 und Fallout 4 verbracht habe, diese Dinger hier zu knacken. Gerade wenn du dann so 8 Buchstaben lange Worte hast und du musst hier zwischen diesem ganzen, wie oft ich, ah. Oh. Es gibt auch die Möglichkeit, das macht es noch ein bisschen komplexer, ich kann diese Klammern hier, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel die anklicke und jetzt die. Nee, ja, warte. Ach nee, gar nicht, war, so war das nicht. Aber es müsste gehen, wenn Worte so in Klammern sind, dass ich die dann, oder dass ich dann Wort verliere, also Wort ausschließen kann aus der Liste hier, was falsch ist. War das nochmal genau? Hier zum Beispiel müsste es eigentlich gehen, ja. Falscheintrag entfernt, genau. Das kann man, ich glaube, hier müsste es auch gehen, genau. Zack, Falscheintrag entfernt. Also ihr seht, das kann man richtig sich Zeit nehmen und sich da wirklich reinhacken. Aber leider ist es am Ende dann doch schneller, wenn man einfach klickt. Ihr seht, wie lange das jetzt dauert, wenn ich das jetzt mal hier auch, ne? Dadurch, dass es hier diese in diesen Klammern steht, zack, noch ein Falscheintrag entfernt. Und dann kann man es auch auf diese Art und Weise machen. Aber das dauert, aber das gibt dir natürlich das Gefühl, dass du dich wirklich reinhackst. Und das, was ich jetzt hier mache, ist natürlich komplett lame. Okay, jetzt gehe ich wieder raus. Und machen wir es nochmal. Aber ich wäre schon längst fertig, wenn ich es richtig gemacht hätte. Okay. Das ist jetzt, eigentlich wird es jedes Mal neu ausgewürfelt. Das ist jetzt. Okay. Vorführeffekt. Es dauert jetzt wirklich länger. Cool. Endlich, okay. So, genau. Jetzt könnte ich die Safe-Steuerung machen, aber den habe ich schon geöffnet. Die könnte ich jetzt. Oh, okay, das mache ich jetzt natürlich. Na, soll ich das nochmal machen? Persönlichkeitsmodus erstmal, bevor ich es aktiviere. Erste Hilfe. So, also ich kann diese Protrektrons erstmal befreien. Das hätte ich machen können. Und dann hätten sie gegen die ganzen Ghouls gekämpft, wenn ich dementsprechend auf Rechtsvollzug oder sowas gegangen wäre. Jetzt habe ich den mal auf Erste Hilfe gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der mir Erste Hilfe geben kann. Aber ich kann den jetzt da aktivieren. Und jetzt kommt er aus seiner Kapsel raus. Ich weiß nicht, was der jetzt mit mir macht. So, ich hoffe mal, der ist cool zu mir. Wenn er mich angreift, habe ich mir selbst natürlich jetzt einen Feind geschaffen. Eigentlich wäre die Idee gewesen, dass der gegen die Ghouls kämpft. So. Da. Hi, Buddy. Einer Verletzung Ruhe. Okay, kannst du mich. Nee? Okay. Der will mir nicht großartig helfen. Ein Redaway und ein Malpinsel. Die Melonen nehme ich mal mit. Ja, hier sind natürlich reichhaltig Köstlichkeiten drin. Schwer hier den Überblick jetzt zu behalten, wo ich schon drin war und nicht. Ich glaube. Hier war ich doch auch schon drin, oder? Ach Gott, das war ja. So. Wie schön. Okay, müssen wir wieder gucken, dass hier nicht noch irgendwas von der Decke fällt. Waren wir hier nicht schon? Es sieht alles gleich aus, aber hier waren wir tatsächlich schon. Das ist einfach nur ein anderer Zugang. Dementsprechend waren wir hier auch schon. Ja, da war der Safe da hinten, den wir nicht aufkriegen. Leider. Das Terminal da dürfte sich nur auf den Safe beziehen in dem Raum. Golduhr. Oh, guck mal, das sind zwei Nuka-Cola Quantums. Und eine Nuka-Sherry. Sherry Lady. Da geht's wieder raus, das wollen wir aber nicht. So, das war die Station, da kam der Typ her, da, den wir jetzt hier gerade...
freigelassen haben. So, hier sind die Registrierkassen. Guck mal hier, da wurde... Erinnert mich an den Supermarkt-Simulator. Also ein Apokalypsen-Supermarkt-Simulator hätte auch was. Ja, also wir haben eine Menge erlebt hier. Ich weiß gar nicht, warum wir kein Level-Up hatten. Warum hatten wir kein Level-Up? Guck mal, das ist auch wieder so eine Geschichte. Guck mal, wie der umarmt da die Frau. Guck mal. Ich weiß nicht, was ihre Rolle war. Wahrscheinlich war das ein Pärchen und er... Pärchen, wie nennt man das? Double Date. Woher soll ich das alles wissen? Ich game ja nur den ganzen Tag. Okay, ich glaube, wir haben ja alles. Vielleicht hier liegt ja ab und zu mal was Leckeres. Kartoffelchips? In so einer Dose? Okay. Ja, ich glaube, wir können wieder raus. Das war wirklich ein sehr umfangreiches Spektakel. So, dann lass uns mal den nächsten Ausgang nehmen. Der ist da hinten. Hier. Oh Gott, jetzt wünschte ich hätte diese Mod schon drauf. Der Markt hat einen Keller? Warte mal. Stimmt, den hatte ich voll vergessen. Wir haben ja vorhin die Treppen gesehen. Oh, ja, stimmt. Ich hatte mich dann dazu entschieden, erstmal in den Markt reinzugehen und später ins Untergeschoss, weil ich erstmal die Ebenen clearen wollte. Guckt euch mal diese Ladezeiten an. Das ist unfassbar. Das ist wirklich einfach lächerlich. Es ist PC. Das Spiel ist 10 Jahre alt oder älter. Weiß ich nicht mehr. Nee, ungefähr 10. Nicht ganz. Das ist einfach frech. Was? Wir gehen natürlich jetzt nochmal rein. Auch wenn mich das komplett irre macht. Keine SSD, doch. Es liegt komplett überhaupt nicht an meinem Rechner. Das liegt nur zu 100% am Spiel. Und auf der PlayStation 5 hast du das Problem nicht. Es gibt hoffentlich bald wieder die Mod, die das in Ordnung bringt. Oh, Entschuldigung, wenn ich den jetzt aussehen abgeschossen hätte, hätte er mich angegriffen. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Wir gehen jetzt zurück zum anderen Eingang und da geht's runter. Genau. Den hatten wir schon rausgenommen, ganz am Anfang. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Hast du Fallout 1 und 2 gespielt? Leider nicht. Das ist mir durchgerutscht damals. Das war immer so... Ich hatte da immer Bock drauf und hab's dann nie gezockt und dann war irgendwann so das Zeitfenster vorbei. Sind die Ladezeiten länger geworden? Ich habe wie gesagt, keine Erfahrung mit dem PC. Ich habe es nur auf PlayStation gespielt und es ist auf PS5 deutlich schneller. Und nochmal, das liegt nicht an meinem Rechner. Wenn ich den Rechner auf eine Convention geschleppt hätte oder auf eine LAN, um Fallout zu spielen, in dem Jahr, als es rausgekommen ist, hätten die mich festgenommen und hätten mich befragt, woher ich diese Technologie besitze, ob ich ein Spion oder ein Außerirdischer bin. Also das liegt, oh, alter Schwede, zu 0,0 am Rechner. Warte mal, das ist ja gar nicht der Keller. Was war das denn gerade? Wow, warte mal. Ist das hier ein Gaunerzinken? Okay, jetzt komme ich hier raus. Ist das der... Aber ich... Und mit diesem Terminal entsperre ich die Tür doch, oder nicht? Ja. Die ist ja schon offen. Habe ich ja schon gemacht.
Okay, das ist einfach nur ein anderer Weg dahin. Was bedeutet dieser Gauner Zinken hier? Ist einer von euch zufällig Verbrecher und kann mir das sagen? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da noch was anderes wäre oder ob das jetzt der einzig coole Ausgang ist. Und vor allem möchte ich gerne mal jetzt die Granaten ausrüsten. Wie schmeiße ich die denn hier nochmal auf den PC? Habe ich so nie gemacht. Das sind meine Granaten. Splittergranate. Alt. Ah, okay. Alt. Okay. Mit Alt. Sehr gut. Mit der Nahkampftaste. Sehr schön. Oh, warte. Molotow ist sogar... Naja, die Granate ist besser, glaube ich, gegen... Wie viel habe ich? 3, ne? Ja, machen wir erstmal so. Und was habe ich denn noch? Ich glaube, ich nehme mal diese wieder hier. In die Hand. Outer Worlds habe ich nicht zu Ende gespielt. Ich habe es auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie weit ich es gespielt habe, aber auch eine Weile. Aber nicht zu Ende. War da noch ein Magazin drin? Non-Binary Balloon? In, da drin? Haben wir noch eins übersehen? Kannst du ruhig sagen, das Backseat Gaming ist okay. Ja? Okay, das holen wir uns jetzt noch. Warte mal. Hab ich die da übersehen? Das holen wir uns noch. Das sei mal jetzt gestattet. Dieses bisschen Backseat Gaming. Und zwar ist es aus folgendem Grund gestattet. Wenn ich nämlich mit euch spiele, dann bin ich ein bisschen weniger gründlich. Wenn ich alleine spiele, nehme ich mir noch mehr Zeit fürs Looten und fürs Gucken, weil ich dann mich nicht irgendwie das Gefühl habe, ich langweile niemanden. Deswegen könnt ihr ruhig in dem Fall sowas sagen, also nachdem ich durch bin oder kurz, oder wenn ich es übersehen habe oder so, ihr müsst es mir nicht vorher sagen, weil ich glaube, ich hätte es gefunden, wenn ich alleine gespielt hätte einfach. Deswegen ist das schon in Ordnung. Jetzt muss ich natürlich nur noch wissen, wo es ist. Jetzt könnt ihr mir auch sagen, wo es ist, weil sonst suche ich jetzt hier wieder alles ab und das ist ja auch Quatsch. Also könnt ihr jetzt in dem Fall gerne auch nochmal einen Tipp geben. Das müsste ja eigentlich vielleicht an der Kasse, oder? Ich stelle mir so vor, ein Junge geht mit seiner Mutter in den Einkaufsladen, darf sich ein Magazin raussuchen und dann geht er zur Kasse, um zu bezahlen, legt es hin und dann fallen die Atombomben. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ist aber nicht so. Schade, wäre schön gewesen. Vielleicht hier im Fußraum. War da noch Vorkriegsgeld? Oh ja. Da ist noch Vorkriegsgeld. Können wir gleich in Diamond City alles schön verkaufen. Long. Ausgang runter stand ein Körbchen. Kurz vor der Tür raus, wo du gerade wieder reingelaufen bist. Ah, okay. Ja, Mist. Das war nicht hier, sondern die andere Seite. Dum, dum, dum. Hier muss man erstmal die Orientierung behalten. Zum Glück ist es einer meiner großen Stärken, Orientierung. So, hier oder was? Nee, warte. Aber nicht... Das muss ja hier sein. Warte. Dann hier. Körbchen. Neben dem Fusionskern noch so ein Highlight. Aber ihr habt, warte mal ganz kurz, Nikola macht gerade was. Warte mal, Nikola. Nikola! Achso, ja, mach mal zu Ende. Ich muss mal kurz in den Chat gucken. So, warte. Ach, ihr habt euch verguckt? Ist gar nicht. Ach, was. Habt ihr euch verguckt? Ist das hier gar nicht? Aber haben sich ja viele von euch verguckt. Was habt ihr denn gedacht, wo das Ding ist? Nur kurz jetzt mal, damit wir jetzt nicht nochmal rein müssen. Ihr hattet euch
vertan. Sehe ich das richtig? Auf der anderen Seite des Ladens ist das jetzt ein Gag. Vermutlich war das ein Gag mit der anderen Seite des Ladens. Nee, okay, andere Seite des Ladens. Na gut, dann gehen wir mal rüber. Das ist dann ja da ganz hinten. Das kann ja überall sein, in einem der Regale. Also hier ist die andere Seite. Hier ist... Warte. Hier ist ein Ständer. Ah, hier wäre ein Magazinständer gewesen. Das würde Sinn ergeben, wenn das hier ist. Channelbuster, herzlichen Dank. So, hier ist noch ein Magazin an der Kasse. Guck mal, da... Hier ist noch ein Ständer. Der ist auch leer, der Ständer. Der Ständer ist auch leer. Warte mal, hier sind noch Ständer. Diese Dinger sind ja auch Ständer, diese gelben. Aber, warte mal, die sind verbrannt. Das ist auch ein Ständer, da ist auch nichts drin. Was, echt, da war es gerade? Oh, das ist ja, ich hasse das. Wenn ihr mit 15 Sekunden Delay irgendwas tippt und ich bin schon wieder ganz woanders. Nee, ich will das jetzt auch haben, auf jeden Fall nehme ich das mit. Jetzt gehe ich nicht ohne das Magazin. Das könnt ihr, also das ist, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und wenn ihr mich veralbert habt, dann werde ich hier nie wieder rausgehen. Ihr könnt gerne noch mal was schreiben. Ich guck. Warte, das war der, wo wir waren. Da! Ha! Also. Geil. Sehr gut, jetzt haben wir's. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Ja, das ist schon mal sehr nice. In Kombination mit unserem hohen Charisma-Wert ist das schon super. Danke, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Lustigerweise ist es nicht das Magazin, was ihr gesehen hattet, sondern ein anderes. Aber trotzdem. Bessere Preise ist schon cool. Gerade zu Beginn des Spiels, je früher man das hat, desto länger kann man davon profitieren. Das ist schon cool. Chat hat es einfach im Gefühl, ja. Völlig richtig. Alter Schwede, diese Ladezeiten. Ich hoffe sehr stark, dass sich ein fähiger Modder jetzt noch an seinem Computer befindet und bereits die Modifikation programmiert, die es einem ermöglicht, diese Ladezeiten in den Griff zu kriegen. Und ich verstehe auch nicht, warum Bethesda das nicht selber macht. Also das ist ja überhaupt nicht notwendig. Das muss sie doch stören. Mich wird das stören. Mich wird das so immens stören, wenn ich gerade einen neuen Hype erlebe, weil diese Fallout-Serie viele Spieler dazu motiviert, entweder das nochmal zu spielen oder neu anzufangen und dann spielst du es auf dem PC und dann sowas. Das ist doch unnötig. Das kann man ja echt in den Griff kriegen. Mit relativ wenig Aufwand. Hier waren wir doch schon. Achso, das ist die Nummer wieder, genau. Das hat er jetzt hier gefunden. Das hatten wir vorhin schon gemacht. Dann sind wir leider einmal aus Versehen gestorben, aber das holen wir nochmal nach. So. Tür ist offen. Bonnie und Clyde mit dem Banküberfall. Sehr lustig. Und da fällt sie gleich auch runter. 100 Vorkriegsgeld. Oh, das können wir richtig verkaufen gleich. Beziehungsweise dann halt als Gegenwert, wenn wir irgendwas anderes haben wollen. So, und jetzt... Ach du Scheiße, ey. Wie das auch einfach, wie die angeprescht kommen. Oh, das ist einfach so ekelhaft. Es ist leider wirklich ekelhaft.
Mein Hund in Ruhe. Mein Hund in Ruhe. Das Miese ist, dass der Raider... Ich mache die ganze Arbeit für den Raider. Ja, du, wieso redest du noch? Du bist doch schon hinweg. So. Die sind, glaube ich, da oben noch auf dem Gebäude. Naja. Ja, ja. Rede du mal. Rede du mal. Fusionszelle. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Ja, ehrlich gesagt. Ja. Kommen wir hier hoch? Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Ich meine, also man kann ja auch außen. Das ist schon mal gar nicht. Ich bin doch schon hier. Lol, der Ghoul liegt da auf Lauer. Die beiden Ghouls. Warum hast du eigentlich immer so eine scheiß Laune? Du bist noch am Leben, oder nicht? Sei mir lieber dankbar, statt ständig rumzumeckern. Okay, wie viele Ghouls? 3. Und mach deine Runde fertig. Jetzt komm mal wieder runter. Ich gehe ja schon. Ja, Hundi, mal ruhig. Ich sehe sie auch. Die schlafen noch. Ich glaube, ich komme nicht an denen vorbei, ohne dass ich die... Ja, ich sehe, ich weiß. Lass mir auch was über, Kumpel. Gult hier noch was rum? Hallo? Krieg dich mal wieder in den Griff. Ja, finde ich auch. Was sind die denn? Eine oben noch wahrscheinlich. Eieiei! Es ist, glaube ich, exakt das gleiche passiert wie eben auch. Aber... Ach, nein, jetzt müssen wir den Part nochmal machen. Okay, dann... Ich glaube, ich muss häufiger abspeichern. Es ist halt original derselbe Typ, glaube ich. Der uns jetzt zum zweiten Mal erwischt hat. Der Frechdachs. Na gut. Man erwischt mich vielleicht zweimal, aber nicht dreimal. Shame on you. Wer ist da? Ich bin's. Ah, der hat mit den Ghouls zu tun, das ist mir doch egal. Dann mach doch das mit den Ghouls. Das ist nicht mein Problem. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Da ist nichts mehr. Ich glaube, du siehst Gespenster. Das ja, ist doch scheiße. Möglich. Das ist doch scheiße. Jetzt fang mich an durchzudrehen. Oh. Was ist der Rest? Da. Da waren noch 3. Ja, da. Wer ist da? Wieder in den Griff. Was zum? Was zum? Oh, scheiße. Oh, fuck. Okay. Einfach unnötig viel Munition verschwendet. Wo ist denn der andere Heini da? Da ist, glaube ich, noch einer. Aber egal, solange er nicht hochkommt. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Die nehme ich mit. Da war nur ein Schlag. Oh, was ist denn das für eine Hand? Oh, die schwebt da in der Luft. Unschön. Warte mal.
Reicht das als Quicksave? Gibt's hier eigentlich, es gibt doch bestimmt eine Quicksave-Taste. Warte mal. Ich kenne die ganzen Tasten ja noch nicht so gut. Es wird doch sicherlich eine Quicksave-Taste F5 oder sowas geben. Gibt's hier keine? Da, schnell F5, genau. F5. Und ich hätte nämlich gedacht, dass wir die Nahkampftaste, und zwar ist das ja hier Alt, die würde ich gern umlegen. Was, wie die Taste ist belegt? Wieso nicht belegt? Mit was ist sie denn belegt? Nein! Wieso kann ich die nicht auf die Maustaste legen? Das ist doch großer Quatsch mit Soße. Warte mal. Wieso? Gab es zu der Zeit noch keine Maus mit mehreren Tasten? Das ist ja einfach Quatsch. Das ist doch albern. Ach Gott, na gut, dann halt nicht. Nur ein Geräusch. So, jetzt will ich bitte nicht schon wieder diese Granate da ins Gesicht bekommen. Ich werde mal hier irgendwas essen. So ein Kürbis und so ein Eishockey, sag ich schon. So ein Eichhörnchen. So. Trefft ihn nicht. Mann! Ja! Der hat so ansatzlos geschossen. Ist nicht schlimm. Die Waffe ist offensichtlich nicht. Ich schmeiß jetzt eine Granate rein. Ich hab nichts Besseres. Hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Oh, das ist dieses Terminal. Das kann ich 100% auch irgendwo ausschalten. Oder vielleicht auch nicht. Aber oh, hier, guck mal. Eine Laborstation. Da kann ich rüberhüpfen. So, was hast du denn Feines? Schweißerbrille. Nehme ich alles mit. Oh, die Beere nehme ich einfach auch mit. So, der hier. Oh, der hat einen Fat Man. Kronkorken. Geil. Warte mal eben ganz kurz. Das ist natürlich eigentlich ganz geil. Aber ich würde so gerne die quasi, wie nennt man das? Das Skelett der Rüstung mitnehmen. Aber das kann ich nicht. Ich frage mich aber gerade, ah ne, das ist alles Quatsch. Ist das hier irgendwie geil? Besser als das, was ich habe? Ich weiß es nicht. Ich bin zu voll. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Wie sieht es denn aus? 300... Oh Mann. Fatman muss ich aber mitnehmen. Das ist natürlich schon geil. Was können wir denn mal rausschmeißen? Ich könnte... Wert 50. Ich habe so viel Shit. Ich muss hier nicht alles wegschmeißen. Sortieren nach... Was zum Beispiel auch smart ist, wenn man sagt, ich sortiere was und wenn ich Z gedrückt halte, kann ich auswählen, nach was ich sortiere. So muss ich jedes Mal drücken. Aber es ist eine Kleinigkeit. So. Ich glaube, genau die Sachen hatte ich überlegt, ob ich die behalten soll, weil die Taschen haben. Armeehelm zum Beispiel. Kann weg. Ablegen. Den Anzug wollte ich mitnehmen. Rechtes Bein. Habe ich irgendwas im rechten Bein?
Weil kaputt, ne? Oh ja, die sind kaputt. Ich muss das mal reparieren. So, warum habe ich das nicht an? Egal. Was haben wir noch bei Waffen? Sortieren wir noch nach Gewicht. Gewicht. So. Können wir ein paar Sachen machen. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei. Oh, die sind aber, haben guten Wert. Sollte ich nicht unbedingt wegschmeißen. Ich habe von denen. Ja, komm, da schmeißen wir mal was von. Da habe ich mehrere von. Oder? Ja. Muss ich drei von haben. Zack, das schmeißen wir weg. Das reicht schon. Mehr brauchen wir nicht. Oh Gott. So, wo ist jetzt hier das... Wo ist es denn? Ja, baller mal auf den Ghoul. Muss ich auf den Ghoul ballern? Wo genau ist das Ding verbaut? Da. Okay, erstmal den Ghoul. Der kommt da nicht durch. Okay, der ist down. Ja, so treffe ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich mach das einfach. Oh nein, die ist runtergefallen, oder? Ah, scheiße. Okay. Ich wollte da gegen das, gegen diesen, das Autoding schmeißen, dass es dann da abprallt und gegen das Teil. Aber das hat nicht funktioniert. Terminalgrafikkarte. Nehmen wir mit. Au. Und nochmal. Okay. So. Das ist aber immer noch nicht das Haus, was wir looten sollten. Meine ich. So. Lass mich mal gucken. Wir wollen... Den haben wir abgeschlossen. Guck mal, das ist eigentlich da, wo wir hin müssen, ne? Um die Quest zu erfüllen. Wir können ja aber... Ah, noch können wir doch... Stimmt, wir können noch Schnellreisen machen. Wir können auch... wir sind ja auch bald in Diamond City. Ne, wir können ja auch sonst eine kurze Schnellreise machen nach Sanctuary. Und... da ein paar Sachen ablegen, dann können wir die uns sichern und werden sie nicht verlieren. Was haben wir denn hier? Hey Nils, ich sehe deinen Stream heute zum ersten Mal. Ich habe damals, als ihr Giga Games im Free TV übertragen habt, dich und Eddie so gefeiert und wollte mich für die damalige Zeit beim gesamten Giga Team bedanken. Danke euch für eine geile Zeit. Ja, Grim Butcher, vielen Dank, dass du nach so vielen Jahren noch was Nettes schreibst. Das ist ja sehr nett von dir. Ich frage mich gerade, ich würde gerne mal hier das reparieren. Und zwar, warte, wie mache ich das? Craft. Repair. Ja. Repair. Yes. Hey. Haben wir alles repaired, ja, ne? Nice. Ja, da können wir doch auch das nochmal wieder ausrüsten. Haha, sehr gut. Unsere Power Armor ist repariert. Die hat uns schon gute Dienste getan. Was haben wir für Modifikationen? Hä? Oh, eine Lampe könnten wir machen. Bringt die überhaupt besonders viel? Wall-Tech-Lackierung. Was kostet das? Erhöht das Charisma, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Oh. Oh, dann kriege ich ja noch ein Dings dazu.
Oh, Winteranstrich. Ja, warte mal. Wenn ich jetzt... Und eine Helmlampe? Habe ich schon. Ah, okay, doch, habe ich schon. Okay, die kriegen jetzt alle die Wall-Tech-Lackierung. Habe ich hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Nö, ich kann nichts weiter hier verbauen. Aber dann nehme ich doch den Charisma-Boost mit. Guck gar nicht, was das kostet, weil ich das jetzt haben will. Oh, Modell A, Modell B. Hey. Und das noch. So, jetzt habe ich da hoffentlich ein... Charisma Boost drauf. Und sie sieht nicht mehr ganz so verrostet aus. Oder? Sieht doch besser aus so. Haben wir sie schöner gemacht. Dann packen wir mal hier unseren... Nee, das wollte ich nicht. Wir gehen auf Transfer und lagern den gesamten Schrott mal ein. Und können uns jetzt immer noch nicht richtig bewegen. Dann gehen wir nochmal hier rauf und wir gucken mal, ob wir irgendwas verbessern können. Befürchte aber nicht. Vielleicht unsere 10 mm. Oh, warte mal, doch, wir können ein bisschen was verbessern schon. Automatikverschluss. Verbessert Feuerrate unterlegener Schaden. Unterlegene Reichweite. Ne, das wollen wir nicht. Erhöht Schaden, ist gut. Kleber ist. Wir haben sehr wenig Kleber. Erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Gewicht ist mir doch scheißegal. Standard. Ne, da machen wir. Aber wie hoch ist der Schaden? Das sehen wir ja, pass auf. Schaden ist gut. Schaden und Reichweite ist beides wichtig. Schaden, 22, 27, okay, das können wir leider noch nicht machen, dafür brauchen wir die Waffen. Waffenfreak benötigt der Rang 1, das haben wir noch nicht. Aber wir könnten den auf, einfach auf 22 kriegen. So. Haben wir die ein bisschen verbessert? Achso, wir sind noch nicht fertig. Dann können wir den Lauf verlängern. Das ist gut für die Reichweite. Präzision wird sich verbessern. Ja, machen wir. Und dann, da können wir nichts machen. Magazin können wir nichts machen. Nö, da fehlt uns noch alles. Leider. Ja. Oh, wir können sogar eine Enclave-Lackierung machen. Aber das ist es. Oh, die sieht, ehrlich gesagt, sieht die ganz schön geil aus. Sie sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ist es mir ein Öl wert? Ja, es ist mir ein Öl wert. Weil sie einfach eine gute Stelle und pflanz, was auch immer du besser hast. Aussieht. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für... Nee, warte. Was, die anderen können wir noch gleich mal rausschmeißen. Was können wir noch verbessern? Das... Welche von denen nehmen wir dann mit? Die sind ähnlich. Wir können hier aber auch die Sachen wieder rausnehmen. Und zwar... warte, wir können den... Das Leuchtvisier hier rausnehmen. Was? Wie kriege ich das denn raus? Das muss ich erstmal herstellen. Aber ich dachte, wenn ich das rausnehme, müsste ich eigentlich ein Leuchtvisier... Ich probiere das jetzt mal aus. Wir machen das mal. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob ich dieses Leuchtvisier auch in die... Nee, warte. Wo ist die jetzt? Hallo? Da. Standardvisier. Ah, Mist, das geht hier nicht rauf. Schade, ich dachte, ich könnte das da einfach ersetzen. Funktioniert leider so nicht. Naja, jupp, Station verlassen, die Tastenbelegung macht mich irre, kann ich nicht hier auch, genau, Transfer, ich will ein paar Sachen hier lassen,
Und zwar... So, welche war jetzt die? Lassen wir einfach mal hier. Die lassen wir hier. Ein bisschen einsortieren. Oh, die habe ich auch noch gar nicht benutzt. Minigun lassen wir natürlich eine hier. Eine nehmen wir mit. Zu viel Quatsch dabei. Die doppelläufige Stufe, die haben so viel von diesen Schrotflinten dabei, warum? Das Improvegewehr lassen wir hier. Jagdgewehr ist eine Lasermuskete, nehmen wir mit. Jo, das lassen wir mal hier. Die nehmen wir mit. Ein bisschen was hier lassen, das ist zu viel Fatman. Das ist, da brauchen, die brauchen wir nicht so oft, ne, die Fatman. Die kann man, die wiegt halt 30 Kilo oder was auch immer das ist. Und die braucht man so selten, dass es eigentlich Quatsch ist, sie immer mit sich rumzuschleppen. Es ist natürlich lustig, sie zu nutzen. Es gibt sicherlich dann Gegner, wo man sagt, okay, dafür, jetzt hätte ich sie gern, aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit mit rumzuschleppen. Tatsächlich. So, dann müssen wir eine der Schrotflinten noch rausnehmen. Die macht 45, die macht 45. Feuerrad ist, die muss ja eigentlich besser sein hier. In irgendeiner Form. Nee. Ich glaube, sehr keinen Unterschied. Den können wir auch die hier lassen. So, die Impro-Pistole. Haben wir nicht noch zwei davon? Da, das ist noch... Die macht 24. Und die macht 14. Warum? Feuerrate 6? Okay. Und die hat Feuerrate 55. Ja, ist klar. Ja. Der Schaden ist eigentlich wichtiger, ne? Weil sparen wir uns Munition. Die hat sehr wenig Schaden. Aber Leuchtvision so schon ganz schön geil. Komm, wir behalten die jetzt einfach. Weil die ein bisschen schon verbaut ist. So, ich glaube, das ist okay. Achso, das Jagdgewehr müsste die gleiche. Ne, doch nicht. Das Jagdgewehr hat eine andere Munition sogar. Das ist die Punkt 308. Wir wollen ja auch nicht dieselbe Munitionsklasse so oft haben. Das hat das gleiche wie die, wie das Jagdgewehr. Das hat 34 und das Jagdgewehr hat 37. Aber die hat andere eine sehr viel höhere. Oh, weil doch nicht. Reichweite ist auch nicht höher. Doch, 215. Gute Reichweite. Ja, können wir trotzdem, wir nehmen das andere Ding mit. So, ich glaube, jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir fein. Und haben jetzt ein bisschen was eingespart. Dann gehen wir natürlich nochmal auf Kleidung. Das will ich aber erst machen, nachdem wir uns hier einmal selber nochmal hier final eingekleidet haben. Was wollten wir jetzt hier eigentlich nochmal haben? Was haben wir gerade an? Das ist, der Harnisch bringt uns gar nicht so viel. Was habe ich denn gerade drunter eigentlich? Ach so, den Jumpsuit. Den haben wir noch drunter. Den können wir auch austauschen. Und wenn ich jetzt den blauen Anzug anziehe, kann ich da was drüber... Ne, Miste. Okay, den blauen Anzug kann ich leider nur so nehmen. Denn wir haben noch so ein Militär... Haben wir nicht so ein Militärding noch? Ne, haben wir nicht. Okay, dann machen wir zwei Outfits. Das eine ist, wenn wir mit Leuten quatschen. Und das andere ist, wenn wir kämpfen. So, rechtes Bein... 2,5, rechtes Bein 2,2. Okay, der Scheiß kann weg. Raider-Rüstung, rechter Arm. Link ist so, das kann, da kann auch einer weg. Harnisch ziehen wir an. So, was ist jetzt das? Diesen, der ist auf jeden Fall besser. Zack. Und das, dafür kommt der Harnisch raus. Und was ist jetzt das? Da haben wir Taschen, das heißt, da können wir auch mit... Ne, warte mal, ich denke, wir können mehr... Ach, das ist das gleiche Dingsbums. Ah, okay, das eine ist Schaden, das andere ist Energiewaffen oder was war das nochmal? Ansonsten sind die, glaube ich, gleich. Okay. So, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Und haben wir jetzt wieder sehr viel mehr... Platz im Inventory. Okay. Sehr gut. Das können wir hier nochmal scrappen. So. Jetzt liegt das eh nur rum.
können hier eh nochmal super viel scrappen. Alles, was wir hier scrappen, können wir später verwenden, um dann neue Sachen zu bauen hier. Guck mal, alles. Da ist geiler Scheiß drin. Alles, das wäre Kleber. Diese Batterie gibt uns Bleiholz, Säure. Also wir haben hier alles, was wir brauchen, können wir hier einfach uns holen. Ah, hi. Mama Murphy. Hat die noch kein Bett? Fehlt sie an irgendwas? Essen. Ach so, wir sollten noch mal ein bisschen essen. In den Garten bringen. Ich glaube, wir haben ja noch was übrig gelassen. Wir mussten ja ein bisschen was... Leider mussten wir essen. Weil wir Hunger hatten. Gehen wir mal auf Ressourcen. Essen. Ach doch, guck mal, dann haben wir noch einen Kürbis. Also, wo waren die Kürbisse? Ne, das, doch, das sind die Kürbisse. Komm, machen wir mal so eine Reihe hier. Hallo? Kürbis? Hallo? Alter. Warum? Ey! Oh, ich bin außer mir. Das ist doch nicht dein Ernst. Entschuldige Sie. Da war es doch gerade grün. Das ist grün. Da. Ah, nein. Ah, da war es doch. So. Okay, dann, was haben wir noch? Da, eine Karotte. Sehr gut. Das könnte jetzt schon reichen. Super. Sind wir jetzt schon auf der gewünschten Anzahl? Haben wir noch irgendwas anderes? Oh ja, Melone. Jawohl. Aber, ah, da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Melone. Ja, jetzt haben wir auch das fertig. Können wir mit Sturgis sprechen. Dann ist er sehr stolz auf uns, dass wir hier diese Aufgabe erledigt haben. Und happy. Happy Joy Joy. Alle sind sie glücklich. Wie viel Essen haben wir jetzt hier? 6. Okay, das reicht hier nicht mehr. Wir müssen eins machen wir noch daneben. Da. Und hier. Und hier. So, bitteschön. Habe ich für euch gemacht. Was sagt Sturgis? Wo hält er sich auf? Schläft wahrscheinlich, oder? Um die Zeit. Oder macht er noch irgendwas? Hallo? Wird er mir überhaupt gerade angezeigt? Was? Wie was? Ja, ich mache alles für euch. Sturgis! Aufstehen! Sturgis! Wo latscht der rum? Das ist nicht Sturgis. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ja, ich lasse sie auch allein. Das andere, das ist die andere Quest, oder? Das ist nicht Sturgis. Sturgis! Du treibst dich rum. Ah, shit! Sturgis! Ich habe auch noch gar nicht alle Häuser hier durchsucht. Möglicherweise findet man hier noch irgendwas Schönes. Okay, warte. Wir machen das anders. Daten. Da. So, jetzt sehen wir ihn auch auf dem Radar. Da ist er. Was macht er denn da? Ich pack mal die Waffe weg, sonst bekommt er noch Angst. Sturgis! Da sitzt er allein und säuft. Hey, Sturgis. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Ja. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Da gehe ich mit. Also, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Ja, ich weiß. Das ist dann, mache ich dann. Jo, guck mal, hier haben wir noch ein paar geile Sachen. Eine provisorische Bombe. Wieso hat der das überhaupt alles? Guck mal hier. Geschafft. Patrone. Das nehmen wir mit, können wir verticken. So, ich glaube, das haben wir ja. Das ist, dürfte eigentlich nur der Ding sein. Der Tresor. Ich werde hier ein paar Sachen scrappen, weil wir gleich Verteidigungsanlagen bauen müssen. Und dafür brauchen wir so Materialien. Oh, was ist das denn? Noch eine 10mm Pistole, die hier rumliegt.
Oh, das ist weg. Die Sirens nehmen wir uns gleich. Das ist hier. Bitte, wo bist du? Wo ist sie hingefallen? Hallo, hallo, hallo. Da. Medex. Müssen wir natürlich mitnehmen. Sollen wir eine Taschenuhr nehmen wir mit? Werden wir alles verticken. Wir brauchen aber auch so Öl und Kleber und so ein Kram. Deswegen. Stahl. Ja, Stahl ist auch immer gut, aber nicht zu unterschätzen. Stellen wir den Tisch mal wieder hin, ne? Sind halt andere Sachen. Stahl und Glas bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Holz und so. Nee, wir brauchen. Adhesives und all so ein Kram halt. Den man in aller Regel nicht in Wohnhäusern findet. Höchstens. Vielleicht, weiß ich nicht, im Badezimmer. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, ich auch. Und zwar Kakerlaken. Was? Wer war das? Hey! Warum? Okay. Ja, danke. Und unnötiges Gefecht. Hier sowas, das da, genau. Das ist halt. Das Richtige. Ist da noch was bei? Stahl und ja, Öl ein bisschen ist gut. Öl ist gut, Öl ist gut. Aber hier ist sonst leider nur Quatsch. Brauchen wir nicht zum Bauen gleich. Ja, das ist alles nur Stahl und so. Was haben wir denn da? Jum, jum. Jetzt setzt er sich da draußen und der will einfach nur seine Ruhe haben und ich nerv ihn hier die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite, er gibt mir ständig irgendwelche Anweisungen. Das ist auch nicht okay. So, kann er sich auch nochmal hinsetzen. Wir räumen hier auf. Mama Murphy. Können wir uns unterhalten? Ich nee. Weiß, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nichts so, für dich tun. So, wir sollen jetzt Verteidigungsanlagen bauen. Dafür brauchen wir Strom. Und ich glaube, ich werde am besten da oben auf dem Dach werde ich die Dinger bauen. Weiß jetzt gar nicht mehr genau, von wo die immer kommen, da die Raider. Beziehungsweise ich glaube, hier kommen so Super Mutants immer. Hm. Aber wir können hier eine Leiter hochbauen. Was willst du jetzt? Warum soll ich jetzt hier ran? Ach so, ja, okay. Das ist ja noch ein bisschen Tutorial eigentlich. Ich baue jetzt mal kurz, ich weiß gar nicht, ob ich da auch anders hochkomme. Wir bauen mal eben eine Leiter. Und dann gehe ich da mal rauf. Und dann brauchen wir Strom. Und dann bauen wir ein paar Verteidigungsanlagen. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Standarddinger brauchen die überhaupt Strom. Die brauchen gar keinen Strom. Oder? Nee, brauchen die gar nicht. Die späteren brauchen erst Strom. Ja, soll mir recht sein. So, wir haben 6 Schaltkreise nur. So, dann bauen wir eins hier hin. Jetzt haben wir schon Schutz 5. Wir packen hier einfach auf alle Ecken. Dafür haben wir natürlich immer dieses nervige Geräusch, was die ganze Zeit dudelt. Aber so ist das halt. So. Okay, jetzt siehst du, jetzt fehlt uns nämlich schon Öl, aber wir haben jetzt Verteidigung auf 15. Das ist schon mal okay. Jetzt haben wir, glaube ich, die Quest auch erfüllt. Wir brauchen halt Öl. Da müssen wir darauf achten, dass wir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Öl. So, Sturges, es geht ab, habe ich gemacht. Ich hoffe, du freust dich. Hey, Buddy. Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja,
Ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. So, helfe gern. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Danke. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. So, haben wir gemacht. Kriegen Level up. Ich freue mich. Und wir können... Oh, es gibt so viele Skills, die ich haben will. Wo fangen wir an? Also, diesen Werkbank-Skill finde ich, Waffenfreak, finde ich ganz geil. Da können wir nämlich dann die besseren Mods für die Waffen herstellen. Finde ich ganz gut. Schlossknacker ist mega wichtig. Darf ich aber noch nicht, weil ich... Oh, doch, Wahrnehmung 4 darf ich doch auch. Ah, ich glaube, wir machen erstmal Schlossknacker. Ja, das machen wir jetzt. So, können wir da schon ein bisschen weiterkommen? Das heißt, wir können jetzt Expertenschlösser knacken. Jetzt werden wir gleich mal Folgendes machen. Waren wir schon hier in dem Vault und hatten das geknackt? Und zwar war das Ding, ich glaube, hier hinter dem blauen Haus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den schon aufgekriegt hatten. In dem Wurzellager. Da ist ja noch ein Tresor. Hatten wir den schon? Nee, haben wir nicht. Und das können wir jetzt probieren. Sehr gut. Oh. Ach, come on, ernsthaft? So, jetzt nehmen wir natürlich... Warte mal, kann ich hier auch bauen? Nee, leider nicht. Aber wir nehmen den Ölkanister natürlich mit. Denn wir haben ja gerade gesehen, ist... Oh, ich nehme einfach hier das alles. Können wir alles... Wisst ihr was? Das kann ich ja alles gleich direkt einlagern. Das ist ja eigentlich total egal. Weil... Auch die Sachen hier, das ist ja alles Schrott. Und das zum Beispiel ist Glas, wenn ich. Das braucht man eh früher oder später alles. Deswegen gib mir das auch einfach. Kann man alles recyceln gleich da oben. Das Essen. Ich nehme mal das Essen mit. So, hier das auch. Obwohl, das ist, glaube ich, nur Stahl. Das ist dann egal. Granite Stout, kann man das verkaufen? Weiß ich nicht. Da, diese Dosen sind nur Stahl. Die Aluminiumdosen sind interessant, aber. Och, come on. Lade. Man kann da eigentlich einen eigenen Podcast machen, nur in der Zeit, wo der lädt. Stahl ist wichtig, um die Rüstung in Schuss zu halten, Perry. Ja, aber wir kriegen Stahl en masse. Also alleine hier in Sanctuary kann ich ja die ganzen Häuser, die Autos... die hier noch rumstehen und so weiter, die kann ich ja alle scrappen, hier. Scrap. 10 Stahl. Bam. So, und da ist ja noch einiges hier an Materialreserve. Deswegen ist das, glaube ich, schon okay. Ich wollte jetzt aber nochmal hier ran. Darf ich so nicht? Muss man so machen. Werkstatt und... Ey, warte mal. Ist das so? Ja, gesamten Schrott lagern, genau. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen mehr drin. Und ich hoffe doch auch... Ach so, warte mal, die habe ich... Improvisieren, okay, das darf ich nur...
Ja, die können wir auch übernehmen. Im Chat wurde schon ein Fix für die lange Ladezeit vorgeschlagen. Wir müssen dafür leider die Fallout-Version downgraden. Oh, okay. Damit man die Mods wieder benutzen kann, oder was? Das kann natürlich sein. Guck mal, wir können das hier mal hier rüberlegen. Das brauchen wir jetzt mal nicht. Weil das Leuchtvisier vielleicht irgendwann noch... Ach komm, scheiß drauf, alles weg. Okay. Dann. Haben wir diese Mission auch erfolgreich hinter uns gebracht? Dann schauen wir mal eben... Ach ja, das ist das. Genau, das wollten wir machen. Und Diamond City. Das Vault-Tec-Notsignal. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Hilfe! Okay. Sie werden mich töten! Warum? Warum machen Sie das? Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Okay, dann können wir das jetzt wieder ausmachen. Das haben wir jetzt auch erledigt. Was ist mit dem seltsamen Signal? Ist das schon von dem Add-on? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt können wir easy peasy wieder nach Lexington reisen und von dort dann die nächste Quest in Angriff nehmen. Und zwar töte die Raider in Corvega City. Wie viel haben wir eigentlich von unseren Batterien hier, von unseren Fusionsdingern? Weiß gar nicht, wo man das überhaupt... 'Fusion Core'. Ist das bei Diverses? Nee. Offensichtlich nicht. Keine Ahnung, wo das ist. So, egal. Gut. Wie weit bist du schon im Spiel? Nicht weit. Wir haben eigentlich erst 4 Stunden oder so. Also es ist relativ, ist wirklich der Anfang. Ich finde gut, dass wir unsere Rüstung aufgepeppt haben. Und an der Stelle machen wir auch mal, finde ich, eine gute Pause. Das ist Fallout 4. Mich würde mal interessieren, wenn ihr das auf YouTube schaut, jetzt hier als Video, ob ihr das noch weitersehen wollt und was ihr generell denkt und vor allem, ob ihr eine Option seht, wie wir diese Ladezeiten mit dem aktuellen Next-Gen-Patch drauf reduzieren können. Ist da irgendwas in Arbeit? Gibt es Hoffnung? Gibt es Meldungen von Moddern da draußen? Hat sich irgendwer schon erbarmt und sagt, ja, ich arbeite dran, es kann sich nur noch um Stunden handeln, denn das ist wirklich sehr ärgerlich, dass man teilweise da 30 Sekunden braucht, um irgendeinen super Supermarkt zu betreten. Das ist Quatsch mit Soße. Aber wisst ihr was? Ich habe wirklich wieder so ein Fallout-Gefühl. Ich bin total drin, ich habe Bock, mir macht das Spaß. Und es ist jetzt auch auf PC dann nochmal ein anderes Spielerlebnis, wenn irgendwann wieder Mods eintrudeln. Kann man natürlich auch da noch wieder eine Menge machen. Ist schon irgendwie cool. Mal gucken. Also mir macht das Spaß. Vielleicht bleibe ich länger dran. Mich juckt es. Ich liebe Fallout. Stay classy. Planet Earth. Tschüss, Leute.